Bevor es gleich losgeht, erlauben Sie mir kurz einige interne Hinweise. Carsten Broster befindet sich zur Stunde noch oder zur Zeit noch in einem verspäteten Zug der Deutschen Bahn. Er wird sich zuschalten, sobald es ihm möglich ist. Wenn das jetzt noch sehr viel länger dauern sollte, werden wir ihn via einer Voicemail hier Ihnen zur Verfügung stellen, quasi in einem digitalen Format, auch eben dann auch trotzdem live. Corona-bedingt wird dieses Treffen heute oder diese Veranstaltung leider wieder als Webinar stattfinden. Die Redebeiträge werden vorwiegend auf Deutsch gehalten, die Moderation auf Englisch und Deutsch. Für Fragen und Kommentare steht Ihnen die Chat-Funktion zur Verfügung. Sie können Ihre Fragen dann später auch auf Englisch oder Deutsch stellen. Wir werden sie gegebenenfalls übersetzen. Und wenn möglich, das sage ich schon mal vorweg, weil das eigentlich erst für den zweiten Teil des Abends relevant wird, adressieren Sie Ihre Frage bitte direkt an die Sprecherin auf dem Panel. Wir werden die Namen der oder des Fragenden nicht wiederholen aus Gründen des Datenschutzes. Bei einer analogen öffentlichen Veranstaltung müssten Sie Ihre Identität auch nicht preisgeben. Unser Ziel ist es, die Veranstaltung später auf unserer Website www.hamburg.de BKM Koloniales Erbe zu stellen. Die deutsch gehaltenen Keynotes werden wir ins Englische übertragen, um im Hinblick auf den späteren Wettbewerb eine möglichst große Internationalität herzustellen. Ich begrüße nun sehr, sehr herzlich unsere Keynote-Speaker, unsere Referenten des heutigen Tages. Das sind Herr Professor Dr. Simon aus Kamerun, Naita Hishono aus Namibia, Dr. Ulf Morgenstern aus Hamburg, Sebastian Tozzi aus Hamburg, Dr. Anna Kahler aus der Universität zu Köln. Die Kurzbiografien der Referentinnen und Referenten sowie weitere Informationen finden Sie ebenfalls auf der Website Koloniales Erbe. Beim runden Tisch Koloniales Erbe hat sich zudem bewährt, dass wir uns gemeinsam auf einen sogenannten Code of Conduct verständigen. Der Link wird eingeblendet. Ich möchte Sie alle sehr herzlich bitten, diesem Code zu folgen, der im Wesentlichen festlegt, wie wir in dieser Veranstaltung miteinander umgehen wollen, was gesagt werden kann, was aber insbesondere nicht gesagt oder auch nicht im Chat geschrieben werden sollte. Nun habe ich die große Freude, Ihnen Dr. Linda Irulo vorzustellen. Sie wird den englischen Teil der Moderation heute Abend übernehmen. Frau Dr. Irulo ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am German Institute for Global and Area Studies am GIGA in Hamburg und arbeitet dort im Projekt Sources and Consequences of Legitimation Strategies of Regional Organizations. Zuvor war sie von 2015 bis 2018 Mitarbeiterin am WZB, dem Wissenschaftszentrum in Berlin für Sozialforschung. Promoviert wurde sie am Berlin Graduate School for Transnational Studies. Vielleicht noch einige kurze Hinweise zum weiteren Verfahren. Wir widmen uns heute der Frage, wer ist die politische Persönlichkeit, wer ist die politische Person Otto von Bismarcks? Wer wird da eigentlich geehrt? Im nächsten Workshop ist die Frage, was macht das Denkmal so schwierig? Und im dritten, wie lässt sich der Koloss dekonstruieren? Das im Hinblick sozusagen schon mal vorausblickend auf die nächsten Wochen. Ich übergebe nun mit großer Freude an Linda Irulo für die weitere Moderation. Vielen Dank. Thank you, Verena. Like she mentioned, we'll be having this discussion in German and in English. Herzlich willkommen. Welcome, everyone. Welcome our panelists and guests in Germany, Namibia, Cameroon, and beyond. We appreciate that you made our time to be with us today in this conversation. This will be the first in a series of talks this year on the recontextualization of the Bismarck Statue. The aim is to find a solution, a middle ground, through which all perspectives and information can be considered
and the recontextualization of the Bismarck statue in Hamburg. So in this first discussion, we will ask our experts about discourses, research findings that should be taken into consideration for the recontextualization. In the afternoon, we had a conversation where we considered the various perspectives and the causes for the current dilemma for the debate on the statue. And we intend to follow up on that conversation for this evening's session. So the forum is divided into two segments. First, we begin with a keynote segment where we have our panelists. They would respond to a general question from the angle of their expertise, and they will have 10 minutes to do so. In the second segment, we will open the floor for questions and follow up with answers. Please post your questions addressed to a specific panelist to the chat, and you can ask them in English or in German. Again, we want to apologize for the lack of in-person dialogue that we have today, but we, you know, we're making plans that in the subsequent meetings, this would be an in-person physical meeting. Just a quick note for you to know that your mics are intended to be muted and your videos are intended to be off. Use the chat function for your questions. At this moment, I would like to introduce Senator Carsten Broster for the opening remark. Ah, okay. Senator Carsten Broster ist schon zugeschaltet, wie ich sehe. Herr Broster, sind Sie an einem Gerät, in das Sie sprechen können? Okay, so maybe while we wait for him to come in for the remark, I will quickly introduce our panelists for this segment. So we have you know, distinguished guests joining us for the conversation. We have Executive Director Naita Hishono. She is Executive Director for the Namibia Institute for Democracy. We also have Professor Dr. David Simo, who is a professor of German studies from the University of Yaoundé. We have Professor Dr. Ulf Morgenstern, who is a professor at the University of Hamburg and also part of the Otto von Bismarck Stiftung. We have Kim Sebastian Tossi, who is a research associate at the University of Hamburg. And last but not the least, Dr. Anna Kala, who is a research fellow at the University of Cologne. I have been notified that Senator Broster is here and we will now give him the floor. Thank you very much for having me, and sorry for my delay, but the Deutsche Bundesbahn took its toll once again. I switched to German, as I was told, to introduce in German, and then you continue in whichever language fits best. I think we are multilingual here tonight. Ich freue mich sehr, dass ich es gerade noch rechtzeitig geschafft habe, weil ich nachher auch schon wieder früher raus muss, wollte ich eigentlich pünktlich sein, aber die Deutsche Bahn hat irgendwelche großen Weichenprobleme rund um Berlin gehabt und das hat zu 45 Minuten Verspätung geführt und diesen dann beim besten Willen nicht aufzuholen. Aber ich habe es gerade eben noch geschafft. Bitte da auch keine Metaphorik reinzulesen, obwohl man das fast tun könnte, weil die Debatte, die wir führen, natürlich eine im Ganzen verspätete Debatte ist. Und insofern ist es vielleicht auch ein bisschen sinnbildlich, dass der Vertreter des Staates dann auch noch zu spät zu dieser Debatte kommt, wie die deutsche Gesellschaft insgesamt zu spät zu dieser Debatte kommt, die wir hier miteinander führen. Und zwar im Großen wie im Kleinen. Im Großen bezogen auf die Frage unserer Verantwortung für die Aufarbeitung der Verantwortung für die Kolonialverbrechen, die Deutschland und die auch die anderen europäischen Nationen begangen haben. Und zum anderen im Kleinen in der Frage, wie gehen wir eigentlich mit dem Bismarck, immerhin ja das größte Denkmal seiner Art in, sozusagen auf der Welt überhaupt, vernünftig um. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass wir
eine Workshop-Reihe starten können mit dem heutigen Tag, die an sagen, insgesamt 4 Tagen und hoffentlich die nächsten Male dann auch, so jetzt sind wir so zuversichtlich zu sagen, dann planen wir hybrid bis komplett analog. Wir werden mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Als wir mit der Planung hier angefangen haben, war noch nicht absehbar, wie es aussieht. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir es aus Sicherheitsgründen lieber digital, damit es dann wenigstens stattfinden kann und wir es nicht wieder absagen müssen. Und wir ja durchaus auch Gäste und Mitdiskutanten heute dabei haben, die eben sozusagen nicht anreisen können, die wir aber trotzdem dabei haben wollen. Und insofern ist das Digitale da an der Stelle auch eine Chance. Eine Workshop-Reihe, wo wir uns heute befassen wollen mit der historischen Figur Bismarck und ihrer Einschätzung sozusagen durch die Wissenschaft, und zwar durch die Wissenschaft in einer globalen Perspektive, um eben die üblichen Diskussionen, die wir in Deutschland führen, und wir haben ja gerade auch wieder eine veritable Debatte in Deutschland zwischen Historikerinnen und Historiker darüber, wie das Kaiserreich eigentlich einzuschätzen ist. Da gibt es ja durchaus ein paar Bücher und ein paar Auseinandersetzungen, was da jetzt stimmt, wie viel Demokratisierungsimpulse da schon waren, wie viel Modernisierungsimpulse da schon waren, wie viele auch die aber sozusagen die gesellschaftliche Modernisierung verhindernden Impulse dort waren in dieser Zeit. Das wird wissenschaftlich gerade wieder zu Recht diskutiert, weil wir uns dazu immer wieder verhalten müssen. Und in diese Fragestellung rückt die Figur Bismarck immer wieder zentral mit hinein, weil sagen Bismarck als Reichskanzler eine der zentralen Figuren des Deutschen Reiches gewesen ist. Aber eben nicht nur aus Deutschland heraus guckend auf diese historische Figur der deutschen Geschichte, sondern auch aus einem globalen Kontext heraus sehend auf diese Figur, die ja politische Entscheidungen getroffen hat, die Auswirkungen fernab der deutschen Gesellschaft gehabt haben. Und auch diese Perspektive mit in die Debatte hineinzuholen, finde ich ganz wichtig und wesentlich. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass das Panel so zusammengesetzt ist, wie es heute zusammengesetzt ist, um genau diese Vielfalt der Perspektiven im wissenschaftlichen Diskurs tatsächlich auch abbilden zu können und uns hoffentlich Blickwinkel eröffnen kann, die wir so nicht haben, wenn wir die üblichen Debatten führen, die wir so miteinander führen, wenn wir unsere Vorurteile über, sagen, Bismarck austauschen in Deutschland. Insofern bin ich sehr gespannt, was dabei herauskommen wird. Das ist ja auch nicht der erste Abend. Wir haben Ende des letzten Jahres einen ersten Abend gemacht. Da haben wir zivilgesellschaftlich diskutiert mit Vertreterinnen und Vertretern der Initiativen, die sich in der Stadtgesellschaft mit Bismarck und seiner Verantwortung auseinandersetzen, mit Vertreterinnen und Vertretern des Beirates, mit den Initiativen aus dem Stadtteil und haben sozusagen die zivilgesellschaftlichen Positionierungen zu diesem Denkmal kartografiert oder begonnen zu kartografieren. Heute nehmen wir die wissenschaftliche Dimension in den Blick. Und in den folgenden der Workshops, die wir uns vorgenommen haben, im August soll es gehen um die Frage, sagen, wie verhält man sich eigentlich sagen, zu einem solchen Denkmal? Wie sieht überhaupt sagen, entsprechend die Denkmalsgeschichte und das Verhalten zu einem Denkmal aus? Im September wollen wir uns auseinandersetzen mit der Fragestellung, wie kann man denn so ein Denkmal eigentlich kontextualisieren und gegebenenfalls seine Wahrnehmung auch brechen und dekonstruieren? Und im Oktober wollen wir dann die verschiedenen Perspektiven, die wir dort zusammengebunden haben, in den verschiedenen Workshops dann auch zusammenführen und gucken, was uns das sagt für den weiteren Prozess, der dann ja münden soll in tatsächlich einer Kommentierung aus heutiger Sicht dieses Denkmals, um dort eine andere Einordnung zu schaffen, um dafür zu sorgen, dass der dann nicht einfach nur baulich hübsch gemacht wird und dann da steht, sondern dass wir auch die Aufgabe annehmen, uns aus der Jetztzeit zu dem Bismarck und zu dem, was er über uns erzählt, über uns als Land, über uns als Stadtgesellschaft, auch deswegen der Kontext der Erstellung des Denkmals, aber auch über uns als Stadtgesellschaft im Jetzt, in der Frage, wie gehen wir eigentlich mit der Vielfalt, auch der kulturellen Vielfalt und den Herausforderungen um, die uns vor dem Hintergrund einer ja immer noch durch das Erbe der kolonialen Verbrechen geprägten sagen Welt in ihrer Verflochtenheit sagen uns auferlegt, damit uns auseinanderzusetzen im Hier und Jetzt. Das sagen soll die Reihenfolge der Workshops sein und die fügt sich eigentlich ziemlich gut in das, was wir 2014 schon gemeinsam miteinander konturiert haben, als der Senat beschlossen hat, dass er sich auf den Weg macht, ein postkoloniales Erinnerungskonzept zu schreiben, das der Dekolonisierung Hamburgs dienen soll, weil wir diesen Prozess von vornherein auf 2 Gleise parallel gesetzt haben. Das eine Gleis ist das des zivilgesellschaftlichen Engagements, der vielen, vielen, die seit Jahren und Jahrzehnten diesen Diskurs in der Stadtgesellschaft vorantreiben, ohne die wir diesen Diskurs wahrscheinlich auch nicht so führen würden, die uns auch immer wieder antreiben, das auch zu Recht tun, zu Recht mahnen, dass wir schneller sein müssen, dass wir weiter vorankommen müssen, die am runden Tisch mitarbeiten, die teilweise im Beirat uns als Behörde konkret beraten. Das ist der eine Strang.
sagen. Das ist der zivilgesellschaftliche Aktivismus, der ganz wichtig ist. Und der zweite Strang, der aber auch immer schon angelegt war und der dazu geführt hat, dass wir 2014 die Forschungsstelle an der Universität Hamburg gegründet haben, von der Herr Kim Tozzi heute auch bei uns ist und mit uns diskutiert, ist die wissenschaftliche Aufarbeitung, weil die dazugehört. Und in dieser sozusagen doppelten Optik, wenn man so will, dem zivilgesellschaftlichen Engagement auf der einen Seite und dem wissenschaftlichen Erforschen, Analysieren und Aufarbeiten auf der anderen Seite, wollen wir uns in die Lage versetzen, auf einer vernünftigen Grundlage uns zu verhalten und hoffentlich tatsächlich zur Dekolonisierung der Stadt und ihrer Geschichte und zu einem jetzt sozusagen einem bewussten Umgang mit dieser historischen Verantwortung uns dann hin zu arbeiten. Und genau dieser Logik folgen auch die Workshops in ihrer Konturierung. Erst Zivilgesellschaft, heute Wissenschaft, in den folgenden Malen beide Perspektiven zusammengebracht und dann hoffentlich gemeinsame Ableitung für den weiteren Prozess. Und ich bin sehr dankbar, wie gesagt, dass wir diese Debatte jetzt lostreten können. Wir wollten auch mit dieser Debatte schneller sein. Da hat uns wie durch so vieles Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und irgendwann haben wir dann entschlossen, wir warten jetzt nicht weiter, sondern wir fangen jetzt an, obwohl wir eigentlich gesagt haben, wir wollen das erste Treffen im realen Leben stattfinden lassen. Aber so machen wir es digital und vielleicht haben wir dadurch ja sogar mehr Teilnehmer, als wir das hätten, wenn wir uns in irgendeinem Raum getroffen hätten, weil es leichter ist, dann auch zuzusehen und wir das dokumentieren können. Die Diskutanten haben heute Nachmittag schon zusammengesessen, haben angefangen, miteinander zu reden und ich bin jetzt ganz gespannt, was dabei rausgekommen ist. Wie gesagt, es ist eine Etappe in einem Prozess und ich hoffe sehr, dass wir heute miteinander etwas lernen werden über die Einordnung und über die unterschiedlichen Perspektiven, die man auf diese Figur Bismarck hat, der allzu oft in der deutschen Wahrnehmung noch so folkloristisch eingeordnet wird als jemand, der ja Kolonien eigentlich gar nicht wollte und der da irgendwie nur so reingedrängt worden ist und der damit ja gar nichts zu tun hatte. Ich glaube, da sind wir im Forschungsstand der Wissenschaft heute deutlich weiter, aber noch nicht an jeder Stelle in der Alltagswahrnehmung dieser Person. Und auch darüber zu sprechen und auch zu überlegen, wie kommen wir da eigentlich in eine historische Einordnung, die der Figur in ihrem historischen Kontext, aber aus der Perspektive unseres heutigen Wissens heraus gerecht wird. Das ist eine entscheidende Aufgabe, denn das, letzter Satz, die Verantwortung für die Verbrechen des Kolonialismus zu übernehmen, eine der zentralen Aufgaben auch in der erinnerungskulturellen Arbeit der Jetztzeit ist, steht für mich außer Frage und steht auch für die Verantwortlichen im Hamburger Senat außer Frage, weil wir gar nicht anders es schaffen werden, in einer so vielfältig kulturell verflochtenen Welt und so kulturell vielfältigen Stadtgesellschaft wie der unsrigen, vor den Aufgaben, vor denen wir stehen, sagen, aufrecht klarzukommen, wenn wir nicht diese Verantwortung wahrnehmen und uns dazu bekennen, dass wir uns auseinandersetzen müssen mit den Fehlern, die gemacht wurden, mit den Verbrechen, die begangen worden sind, mit den Strukturen, die sich daraus entwickelt haben, die wir heute aufbrechen müssen und bei denen wir zu Veränderungen kommen müssen, damit wir tatsächlich die Vielfalt der kulturellen Hintergründe und der kulturellen Position in unserer Gesellschaft angstfrei und zum wechselseitigen Nutzen und als sozusagen als Inbegriff eines gemeinsamen Reichtums auch tatsächlich begreifen können. Das passiert aber nicht von selbst, sondern das passiert auch nur, wenn wir uns auseinandersetzen mit der Frage, wie sind wir eigentlich in die Situation gekommen, in der wir uns jetzt befinden und woher stammen die Dinge, die wir an der jetzigen Situation immer noch zu Recht beklagen und die wir verändern wollen. Und die haben was damit zu tun, dass wir das Anerkenntnis und den Respekt vor der Vielfältigkeit unserer Gesellschaft und vor der Individualität der anderen in unserer Gesellschaft tatsächlich zu einer Alltagskompetenz machen. Und das ist sie allzu oft noch nicht. Und dass sie das allzu oft noch nicht ist, hat auch was mit der kolonialen Vergangenheit zu tun. Aber darüber können die Panelisten viel berufener und viel kompetenter diskutieren und ausführen, als ich das kann. Deswegen will ich nur noch einmal eine gute Diskussion, viele Erkenntnisse und hoffentlich sozusagen auch erste Erkenntnisse und Hinweise auf den Weg, den wir gemeinsam zu gehen haben, uns allen aus diesem heutigen Abend wünschen. Und ziehe mich jetzt zurück und werde noch die Zeit, die ich habe, zuhören und ansonsten sagen, mich freuen auf das, was Verena Westermann mir dann noch berichtet, wie die Diskussion dann ausgegangen ist. Gute Diskussion. Danke, Senator Broster. Danke. Thank you very much. Now we will be moving over to the panelists and we'll give them a chance to give their keynotes. Just like Senator Broster mentioned, there are several perspectives here. You know, we are coming from different backgrounds, which is the interesting thing about this conversation. We have Africans in the house and we have Germans here. And growing up in Nigeria, you know, Nigeria was not a German colony.
But I know from the history that I studied in high school that my contact with Otto von Bismarck was that he was the one who united European powers in order for them to, you know, colonize Africa. And that is my exposure to him. It's also legitimate for others to consider him a national hero, because this is someone who united a disparate Germanic nation states and turned them into a single state. So we need to bring in all these perspectives, and we have the right people here to talk about this. So we expect now that our panelists will be coming in with their keynote, and the open, you know, question that we want to address here is, based on these diverse elements and perspectives that we know, how should we approach the, you know, the recontextualization of the statue? And I'll now open up the floor to Simo to start up with his keynote. I believe you're still on mute. If our IT people can, please help Simo to unmute. Okay, he's paused now. We'll give it a second, and if not, we'll move over to Nita for her keynote while we wait for him. Okay, so Nita, please hop on in and give your keynote. All right, thank you so much, Linda. Vielen, vielen Dank. Hallihallo, schönen guten Abend aus Windhoek, Namibia. Mein Name ist Nita Hishono. Ich bin, wie schon vorgestellt, Direktorin des Namibia Institut für Demokratie hier in Namibia. Und ja, vielen Dank für die Einladung. Ein wirklich wichtiges Thema, schon längst fällig, wie auch schon der Bürgermeister gesagt hat. Also etwas verspätet ist angekommen. Etwas verspätet ist Deutschland mit in die Kolonialisierungsgeschichte allgemein eingetreten, und etwas verspätet wird auch dieses Thema angesprochen, aber trotz alledem nicht zu spät. Was ganz wichtig ist vorneweg, Bismarck ist, die Persönlichkeit Bismarck selber ist vielen Namibiern nicht bekannt, sondern wie wir Bismarck kennen, ist sein Erbe und seine Hinterlassenschaft hier in Namibia. Bismarck wurde in verschiedenen Städten mit einer Straße geehrt. Er hatte hier eine Straße in Windhoek. Es gibt eine Bismarckstraße bis heute in Swakopmund und in Lüderitz. Und es gibt auch Bismarck Apartments, Bismarck Hof. Also historisch gesehen, sein Erbe ist auf alle Fälle hier. Und wie Bismarck am meisten bekannt ist, sein Erbe ist die Berlin-Konferenz. Bismarck steht für deutsche Effizienz, obwohl Deutschland spät mit in die Kolonialisierung, in diese ganze, obwohl Deutschland spät Kolonien erst gegründet hat, hat die Persönlichkeit Bismarck doch, oder hat Bismarck die Kolonialmächte in Europa nach Berlin berufen, November 1884, und hat dort die berüchtigte Berlin-Konferenz veranstaltet, wo, wie wir das ja kennen, Afrika wie ein Kuchen aufgeteilt wurde, ganz effizient. Hier sind deine Grenzen, da sind meine Grenzen, hier und nicht weiter. Und deswegen haben sie auch, Sie sehen im Hintergrund die Karte Namibias. Namibia ist ja bekannt dafür. Du kannst Namibia genau Punkt, Komma, gerader Strich, wo ist der Längengrad, wo ist der Breitengrad, wo ist dieser Fluss, der damalige Caprivi-Zipfel mit dran, damit im Tausch gegen, an die Kolonie in Deutsch-Ostafrika damals zu kommen, in Tansania zu kommen. Warum ist es wichtig, dass Bismarck überhaupt diskutiert wird? Bismarck ist eine Persönlichkeit, wie gesagt, er hat die Berlin-Konferenz geleitet, und auch 6 Jahre nach seinem Tod wurde das, die berühmt-berüchtigte, wurde das Genozid hier in Namibia verübt, wurde die Extermination Order hier ausgesprochen. Also die Nachwehen von der Politik Bismarck waren noch nach seinem Tod in Namibia spürbar mit der Extermination Orders gegen die Hereros, Namas und Damaras hier. Und die resultierten auch in den Genozid
von den Hereros und von den Namas und Damaras. Und bis heute haben wir die Diskussion in Namibia, warum hat das so lange gedauert, bis dieses Thema angesprochen wurde, auch in Deutschland. Warum wussten so viele, warum ist das Thema der Kolonien kein Thema im Geschichtsunterricht in Deutschland? Warum ist das nicht mandatory? Und warum kann der Lehrer in Deutschland wählen, ob er das Thema anspricht oder nicht? In Namibia ist Kolonialisierung ein großes Thema. Es wird angesprochen. Wir lernen über den Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, über die Kolonialkriege, über den Anglo-Boer War, über Weltgeschichte. Es ist ein wichtiges Thema. Es ist wichtig, dass die Namibier darüber Bescheid wissen, weil wir auch im namibischen Kontext mit Bismarck, wir leben in einer ehemaligen deutschen Kolonie, wo du deutsche Straßennamen siehst, wo du deutsche Gebäude siehst, wo du deutsche Architektur siehst, wo du ein Seebad wie Swakopmund hast, wo du bis heute die Nachfahren der Kolonialisten hier in Namibia hast, wo du Namibia-Deutsche hast, wo du Südwesterdeutsche hast, wo du Namibia hast, die Deutsch sprechen. Ich selber spreche Deutsch, aber aus einem ganz anderen Grund. Aber ich bin jetzt hier in Namibia, profitiere davon, dass ich Deutsch sprechen kann. Wir haben bis heute deutsche Schulen in allen größeren Städten. Wir haben mit unseren Kollegen gesprochen. Es ist die Verbindung zwischen Deutschland und Namibia ist nie abgebrochen. Auch nicht während der Apartheidzeit, auch nicht als Deutschland den Ersten Weltkrieg verloren hat und Deutschland die Kolonien weggenommen worden sind. Und das ist das Erbe von Bismarck. Das Erbe von Bismarck ist auch, dass wir bis heute an der deutschen höheren Privatschule in Namibia immer noch einen Direktor oder eine Direktorin aus Deutschland geschickt bekommen. Wir haben deutsche Institutionen, deutsche politische Institutionen, die Hans-Seidel-Stiftung, die Konrad-Adenauer-Stiftung, die Friedrich-Ebert-Stiftung ist bis heute hier in Namibia ansässig. Wir haben eine deutsche Botschaft. Wir haben ein Goethe-Institut hier in Namibia. Und die Direktoren und in diesen Institutionen werden bis heute auch aus Deutschland geschickt. Also das Erbe von Bismarck ist bis heute in Namibia spürbar. Wir haben auch andere Straßen, die umbenannt wurden, abgesehen von der Bismarckstraße. Wir hatten eine Kruppstraße, Knudsenstraße, Leutweinstraße, Lichtensteinstraße, Lindequiststraße, Peter-Müller-Straße, Talstraße. Wir haben viele deutsche Straßennamen, weil als die Schutztruppler damals Windhoek mit eingenommen haben und sich in Windhoek ansässig gemacht haben, haben sie Windhoek so benannt, dass es auch wie sie für zu Hause, sich wie zu Hause anfühlt. Und das hast du bis heute. Wir haben bis heute auch noch, wir hatten bis vor kurzem die Sanderburgstraße oder die Burgstraße. Und wir haben verschiedene architektonische Gebäude, die an dieser Geschichte erinnern. Wir haben auch eines der besten Biere in Afrika, was nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut wurde von 1860 oder so, ich trinke kein Bier. Ich weiß nicht wann, aber auf alle Fälle das Windhoek-Lager und das Tafellager wird nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut. Und darauf ist die namibische Brauerei sehr stolz. Auch der Durchschnittsnamibier liebt sein Bier. Und das ist auch ein Teil von dem kolonialen Erbe. Wir feiern bis heute noch das Oktoberfest und wir feiern verschiedene Feste, die auch von der deutschen Kultur her stammen. Da in der namibischen Verfassung alle Kulturen respektiert werden, wird auch die deutsche Kultur hier in Namibia respektiert. Deswegen können wir auch bis heute deutsche Schulen haben und die deutsche Kultur kann hier weiter gepflegt werden. Wir haben hier die deutsch-evangelisch-lutherische Kirche auch, die auch ihre Pastoren aus Deutschland geschickt bekommen. Wir haben die katholische Kirche, die auch die Verbindung noch nach Deutschland hat. Wir haben die Stadtmission, die auch ihre Verbindung nach Deutschland hat. Also wo Bismarck hier eine Rolle spielt, ist die Politik, seine Hinterlassenschaft. Und dieses Kolossal in Hamburg, was dort steht am Elbpark, das ist den wenigsten Namibern bekannt, aber denen es bekannt ist, ich war auch schon mal in Hamburg, ich habe es mir nicht angeguckt. Wir haben uns hier auch als Institut gefragt, was machen wir mit Bismarck? How do you contextualize it in Hamburg and in Germany?
Und auch von den Kollegen kam auch das Feedback, da Bismarck diese Berlin-Konferenz geleitet hat und damit zur Brutalisierung, ich wechsle jetzt auf Englisch. The Berlin Conference subjugated and brutalized Africans just 6 years after Bismarck's death, the extermination order, which caused the genocide, was issued. Therefore, education is key. Es ist ganz wichtig in der Rekontextualisierungsdebatte, dass die Deutschen und überhaupt die Welt sich informiert, was hier passiert ist, für welche Politik Bismarck steht, was Bismarck hier hinterlassen hat, was das Erbe Bismarcks ist. Normalerweise, was wir gesehen haben unter der, zum Beispiel hier in Südafrika, Feast Must Fall oder Shut It Down Movement oder Black Lives Matters Movement und anderen Decolonization Movements, bestimmte Gebäude und bestimmte Monumente wurden runtergerissen. Aber hier unter den Kollegen, war, als die Debatte hier stattfand, haben wir uns gefragt, was soll das Gebäude, soll die Statue jetzt runtergerissen werden oder nicht? Und einige Kollegen meinten, soll runtergerissen werden. Und andere Kollegen meinten, man sollte das eher in Kontext setzen, dass man in dem Bunker zum Beispiel ein Museum einbaut, wo die Geschichte des Deutschen Reiches mit der Kolonialgeschichte auch thematisiert wird und auch bis hin zur Geschichte der Nationalsozialisten, dass das auch wichtig ist, Bismarck auch in Deutschland mit seinen positiven und negativen, mit seiner positiven und negativen Politik auch bekannt zu machen. Dass die gesamte Stadt Hamburgs von der Kolonialisierung profitiert hat, auch Deutschland und Europa überhaupt, und somit die Kolonialisierung ein wichtiger und sehr, sehr ausschlaggebender Abschnitt in der deutschen Geschichte ist. Das Thema muss angesprochen werden. Man kann es nicht umgehen. Es wird jetzt angesprochen, ja, deswegen sind wir ja hier heute Abend. Aber bestimmte Denkmäler müssen stehen bleiben, damit sie daran erinnern. Aber drumherum kann man die Geschichte neu schreiben. Drumherum im Elbpark, im Bunker. Dort kann man mit Künstlern, mit Wissenschaftlern, mit Zivilgesellschaftlern kann man eine neue Geschichte anfangen zu erzählen. Die Geschichte, die hier in Afrika stattgefunden hat und auch die Geschichte, die Europa aufgebaut hat. Also es ist wichtig, beide Seiten der Geschichte zu kennen, und es ist sehr wichtig, dass die Kolonialgeschichte Einzug in den deutschen Lehrplan, im Stundenplan erhält, und dass auch Lehrer sich damit auseinandersetzen, dass Schüler sich damit auseinandersetzen, damit sie wissen, von was wir überhaupt reden. Hiermit beende ich erstmal meine Rede oder meine Keynote. Linda, vielen Dank. Thank you, Naita. Thank you very much. Yeah, thank you very much. Yeah, it's important to bring in that perspective that colonization may have ended, but the consequences have not. Let's see if Simo is back, and we will try to bring him in again. Let's try. Thank you. Thank you. Sorry for the disruption. Damit müssen wir rechnen. Es klappt manchmal klappt es nicht ganz. Ich war dabei zu erklären, dass der Wissenschaftler von der Komplexität der Wirklichkeit wissen und dass sie daher auch immer sich Zeit nehmen, um Sachen darzustellen und zu erklären. Aber wenn man nur 10 Minuten Zeit hat, dann muss man manchmal sehr schnell auf den Punkt, zu schnell vielleicht auf den Punkt kommen. Und ich möchte zunächst daran erinnern, dass ein Denkmal in Hamburg schon einmal gestürzt wurde, und zwar ein Kolonialdenkmal. Das war das Denkmal von dem ehemaligen deutschen Kolonialgouverneur Bismarck. Dieses Denkmal stand direkt vor dem Tor der Universität Hamburg und stand nicht durch Zufall dort, sondern weil die Universität Hamburg auch ein Kolonialinstitut war.
Ich erkläre das nur, damit man sieht, dass es schon Momente gegeben hat, wo einige Menschen in Hamburg ihr Problem hatten mit Kolonialdenkmälern. Damals begründeten die Studenten das Abrissen des Denkmals dadurch, dass sie es nicht denn ihren Kommilitonen, die aus Afrika kamen, zumuten wollen, dass die jeden Tag dieses Gesicht vor sich haben. Und nachdem er sie in Afrika drangsaliert hat, dass sie das auch hier in physisch vor sich haben mussten und darunter leiden mussten. Das war die Erklärung, die sie damals gaben und meinten, dass es ihre Aufgabe ist, Solidarität zu zeigen gegenüber Kommilitonen, die von weit her kamen. Ich will nur damit signalisieren, es ist schon lange her, dass im Grunde so etwas wie eine globale Wirklichkeit entstanden ist, wo auch lokale Wirklichkeit schon Spuren und Auseinandersetzungen in der Globalität erleben. Und das Problem mit diesem Sturz von Wismans Denkmal, denn die Studenten haben vielmal versucht und das wurde geschützt, wieder errichtet und die haben wieder gestürzt und so weiter. Das Problem ist nur, dass damit auch das Thema der Kolonisation eigentlich verschwand und auch die Geschichte der Universität Frankfurt nicht mehr, pardon, Frankfurt Hamburg, den Menschen nicht mehr so präsent war. Damit meine ich, dass Denkmalstürze so ihre Nacktheit haben. Manchmal löschen sie. Okay, we have lost Seymour again. Let's give him a second and see if he is back. If not, we will give Spuren der okay. Geschichte. Simon, we lost you for a minute there. So if you could, you know, go back and like, you know, repeat some of the statements you said before. I'm sorry, I don't know when it, ich wollte nur deutlich machen. Yeah, carry on. Kann ich weiter? Ja. Ja, okay. Ich wollte nur sagen, Denkmalstürze sind natürlich Ausdruck von Unbehagen, ein Ausdruck von Wut auch und eine Art, sich mit Geschichte zu befassen. Aber dieses Denkmalsturz hat auch das Problem, dass es auch das Vergessen anregen kann. Und gerade da, wo es nicht sollte, nicht anregen sollte, wo das Vergessen nicht zulässig ist. Ich möchte nur daran erinnern, dass es verschiedene Denkmäler gibt. Es gibt Denkmäler, die die Geschichte eines Landes erzählen. Es gibt Denkmäler, die im Grunde nur lokale Geschichte erzählen und wo vielleicht ja nur Personen aufgrund ihrer besonderen Tat eigensinnige, idiosynkratische Persönlichkeit geehrt werden. Aber in dem Fall Bismarck haben wir mit einer Persönlichkeit, die ein Zeichen ist. Und wofür steht Bismarck? Bismarck steht natürlich nicht für etwas, was er selber in die Welt gesetzt hat. Er war selber Repräsentant einer Sichtweise, einer Betrachtungsweise, einer Handlungsweise in der Welt. Und zwar kolonialistische, und das bedeutet imperialistische. Und wenn wir von Imperialismus sprechen, dann sprechen wir von einem Diskurs oder aber auch von einer Handlung, die natürlich über die Idee der Priorität
von manchen Nationen hinaus auch gleichzeitig versuchte, sich eine Idee von der Menschheit zu entwickeln. Und zwar eine Menschheit, die zunächst im Hinblick auf eine Teleologie betrachtet wurde, und zwar eine Theologie, in der diejenigen, die die Macht hatten und die die Möglichkeit hatten zu handeln, sich eine Rolle zuschrieben. Ich möchte, wenn ich ja hier von Imperialismus spreche, daran erinnern, dass die Welt von heute das Produkt dieser imperialistischen Denkweise ist und auch weiterhin nach den Prinzipien dieser Denkweise funktioniert. Insofern ist es wichtig, sich ständig mit dem auseinanderzusetzen, was im Grunde diese Welt immer noch ist. Und dass Bismarck im Grunde dasteht und zur Diskussion anregt, ist eher positiv zu betrachten. Und sein Verschwinden wird den diese globale imperialistische, asymmetrisch organisierte Welt gar nicht abschaffen. Das könnte vielmehr verhelfen, dass man den Kopf in den Sand steckt und versucht zu vergessen, was weit von einem und oder sich abspielt, und zwar in einem Rahmen, wo man selber doch noch wirksam ist, ein Akteur ist. Das heißt, um es kurz zu machen, Bismarck hat für Deutschland gehandelt, er hat aber gleichzeitig auch für einen Teil der Welt gehandelt, die für sich den Anspruch nahm, andere nicht nur ihren Rechten zu berauben, sondern ihnen auch etwas mitzubringen, was sie in Richtung einer Zukunft oder einer Entwicklung der Menschheit bringen sollte. Und das sind Ideen, wenn ich sie so formuliere, die längst nicht verschwunden sind, die leider noch sehr aktuell sind und die natürlich auch das Schicksal von Menschen, von Landstrichen, Beziehungsmuster zwischen Ländern weiterhin bestimmen und natürlich sehr problematisch. Ich will zum Ende dann sehr schnell sagen, in Afrika bahnt sich so etwas wie eine neue Dekolonisation. Und diese neue Dekolonisation ist natürlich gerichtet gegen die ehemalige Mächte, aber überhaupt gegenüber allen Mächten, die heute das Sagen haben und wo sich Afrika als eher nicht als nicht vollmündig betrachtet. Ich möchte dann zum Schluss mich bedanken, dass überhaupt in Hamburg diese Idee aufkommt, anderen Leuten mit anderen Perspektiven, mit anderen, einer anderen Geschichte auch an dieser Diskussion teilnehmen. Das ist nur zu begrüßen. Vielen, vielen Dank, Simo. Thank you very much. And for keeping to time, our panelists are doing amazing. Now we would like to bring in Ulf for his keynote. Just to point it out there, we have 85 listeners in the audience today. So it's good that we have that much attraction to this conversation. So Ulf, please take it away. Ja, vielen Dank auch von mir für die Einladung und für die, wie ich heute Nachmittag schon fand, sehr fruchtbare Zusammenstellung der heute hier Eingeladenen mit ihren ganz unterschiedlichen Perspektiven. Meine ist die Perspektive eines deutschen Historikers. Hinter dem Namen Otto von Bismarck verbergen sich aus geschichtswissenschaftlich kritischer Sicht zwei Dinge.
die historische Figur des preußisch-deutschen Politikers mit all ihren Leistungen und Fehlleistungen und einer Lebensspanne von 1815 bis 1898. Und die mythisch verklärte Figur des Reichsgründers, die bereits zu Lebzeiten verehrt und in den Jahren bis zum Ersten Weltkrieg in einer großen Zahl von Denkmälern, Straßenbenennungen und Ähnlichem mit einem regelrechten Ehrregime in den öffentlichen Raum eingeschrieben wurde, im Übrigen weltweit, überall dort, wo Deutsche und andere Anhänger Bismarcks es für nötig hielten. Über die Politik des Ersteren, auch die Kolonialpolitik, lässt sich vor dem Kontext des Zeithorizonts Bismarcks und auf der Grundlage von Forschungen diskutieren. Gleiches gilt für die Analyse des Bismarck-Mythos, der etwas über die Bilder verrät, die sich seine Zeitgenossen und ihre Nachfahren von Bismarck machten. Im Hamburger Fall ist das Bild dreidimensional und befindet sich als höchstes Bismarck-Denkmal überhaupt mitten in der Stadt. Die mehr als 30 Meter hohe Statue war für ihre Erbauer als Wacht am Meer der hanseatische Ausdruck der Wacht am Rhein. Und natürlich war er auch der verehrte Gründer des deutschen Nationalstaats, von dessen Vereinheitlichungen und generellem wirtschaftlichen Aufschwung die Kaufleute und Reeder profitierten. Als modernistisch-martialische Rolandsfigur, die Markt- und Handelsrechte und damit kaufmännische Freiheit garantierte, blickt er elbabwärts in Richtung Nordsee. Damit geriet bei der Einweihung im Jahr 1906 sowohl Großbritannien in den Blick, mit dessen Flotte man in Deutschland in einen imperialistischen Überbietungswettbewerb eingetreten war, als auch die übrigen europäischen und überseeischen Handelspartner, Anknüpfungsstationen, die den Hamburger Wohlstand bedrohende Kontinentalsperre der Napoleonzeit, die wir längst vergessen haben, lag im Jahr 1906 eben erst 100 Jahre zurück. Dass Nation und Nationalismus bei diesem Denkmal in Dimensionen mitschwangen, die heute überwunden sind, und dass globaler Handel und Schifffahrt eben auch Kolonialismus bedeuteten, ist unstrittig. Diese beim Blick auf das Denkmal nur schwer zu erkennenden Bestandteile der Politik Bismarcks, wie der Denkwelten seiner späteren Verehrer, sollten in einer historisch-kritischen, erinnerungspolitischen Kommentierung und Kontextualisierung deutlich gemacht werden. Bismarck trägt eben keinen Tropenhelm und er balanciert auch keine Weltkugel. Er steht als grimmiger Roland in einem Park an der Elbe, und die Bildaussage erschließt sich dem durchschnittlichen Publikum kaum noch. Kommentierung ist also dringend notwendig. Der Deutsche Bundestag und die Hamburger Bürgerschaft haben mit ihren Beschlüssen zur Sanierung des denkmalgeschützten Denkmals, das für uns Historiker und Kunsthistoriker eine Quelle ist, den Anstoß zu eben dieser zivilen Einhegung gegeben. Sei es mit permanenten inhaltlichen Kommentierungen vor Ort und im benachbarten Museum für Hamburgische Geschichte oder mit künstlerisch-kreativen Aneignungen. Dadurch würden, anders als bei einer bloßen Architektursanierung, die Ambivalenzen des heutigen Erinnerns an Bismarck und an den Bismarck-Mythos gegenüber der einstigen Verehrung als Teil der Hamburger Stadtgeschichte sichtbar. Für Hamburger und Besucher aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen und Ländern. Vielen Dank. Vielen Dank, Ulf. Thank you very much for keeping the time. Now we will hand it over to Kim for his keynote. Ja, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für die Gelegenheit, heute mit so exzellenten KollegInnen über Bismarck und das Bismarck-Denkmal diskutieren zu können. Denn meines Erachtens ist die Zukunft des Bismarck-Denkmals und die darum kreisende Diskussion ein Gradmesser für die Frage, wie ernst ist Deutschland im Allgemeinen und Hamburg im Speziellen mit der Aufarbeitung des kolonialen Erbes ist. Ich möchte das an drei Aspekten erläutern. Erstens der Frage, warum Bismarck? Zweitens der Frage, warum Denkmäler und diese Streitigkeiten um Denkmäler? Und drittens der Frage, warum das alles eigentlich jetzt? Erstens, warum Bismarck? Wenn wir über das Bismarck-Denkmal sprechen, dann sprechen wir über Deutschlands größtes Kolonialdenkmal.
die geschichtswissenschaftliche Kontroverse und eigentlich auch die Debatte um die Frage, warum Bismarck 1884 scheinbar plötzlich seine Meinung änderte über Kolonien des Deutschen Reiches und die koloniale Expansion des Deutschen Reiches vorantrieb, ist eine Debatte, die im Grunde genommen auf die Motive Bismarcks rekurriert. Es geht letztlich um die Frage, welche Bedeutung hatte der Kolonialismus für Bismarck? Ich glaube, andersrum wird eigentlich ein Schuh draus. Die Frage ist nicht, welche Bedeutung hatte der Kolonialismus für Bismarck, sondern umgekehrt, was bedeutete Bismarck für den Kolonialismus? Und da fällt die Antwort etwas anders aus, als wenn man sich nur an den Motiven Bismarcks orientiert. Denn mit Bismarck verbindet sich nicht nur die politische Verantwortung dafür, dass aus dem Deutschen Reich 1884 ein Kolonialreich wurde, sondern Bismarck hat sich auch anderweitig in die Globalgeschichte des Kolonialismus eingeschrieben. Nämlich, das haben auch andere schon hier öfter erwähnt, 1884 hat er auch aus sehr unterschiedlichen Motiven die Berliner Konferenz, die sogenannte Afrika-Konferenz, einberufen. Und diese Konferenz hatte starke Auswirkungen auf die Aufteilung Afrikas unter den europäischen Kolonialmächten mit bis heute reichenden Konsequenzen. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt über die Frage, warum gibt es überhaupt so viel Streit um Denkmäler? Denkmäler, die im öffentlichen Raum stehen, sind nicht politisch neutral. Sie sind Aussagen darüber, wen und was wir als Gesellschaft ehren und ehren wollen. Die Entscheidung, sie zu errichten und sie zu erhalten, ist eine Form der Herrschaft über den öffentlichen Raum. Das bedeutet, dass wir als demokratisch verfasste Gesellschaft uns sehr genau darüber unterhalten müssen, was und wen und wie wir ehren. Denkmäler und Statuen sind nicht nur historische Quellen. Sie existieren und bevölkern die Gegenwart. Das heißt, sie sind auch mit den Wertmaßstäben, die wir heute anlegen, zu bewerten. Und es ist selbstverständlich, dass unser Verständnis, unsere Werte und damit die Personen und Ereignisse, die wir ehren wollen, sich im Laufe der Zeit ändern. Und das ist nicht ahistorisch, wenn diese Veränderungen im öffentlichen Raum wiedergespiegelt werden sollen. Das ist eine ganz normale historische Entwicklung. Und meines Erachtens bedeutet eine Statue zu entfernen auch nicht, Geschichte auszulöschen. Im Gegenteil, Statuen selbst können Akte der historischen Auslöschung sein. Sie erzählen nämlich nur einen, den geehrten und gefälligen Teil der Geschichte. Ein anderer Teil wird, wie der Politikwissenschaftler Kian Jihar sagte, er wird entinnert. Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt, warum ausgerechnet alles jetzt? Wir alle haben die Black Lives Matter-Proteste im letzten Jahr verfolgt. Die Demonstrationen, die infolge des Mordes an George Floyd im Sommer des letzten Jahres weltweit stattfanden, führten global zu Denkmalstürzen und beschleunigten die Diskussion über rassistische und koloniale Denkmäler und erzeugten 2020 ein Momentum, das auch zur Frage führte, wie gehen wir eigentlich in Zukunft mit dem Bismarck-Denkmal um. Diese Diskussion über solche Denkmäler begann, wie Simo gerade eben schon angeführt hatte, aber viel früher. Wir sehen hier im Übrigen lokale Ausprägungen einer globalen Auseinandersetzung und Aufarbeitung des kolonialen Erbes in der Welt. Es gibt zahlreiche Beispiele dafür, wie Statuen und Denkmäler immer wieder in Diskussionen geraten sind. Denn Denkmalstürme sind in mindestens den letzten 60 Jahren ein etablierter Teil einer dekolonisierenden Praxis. Ich möchte nur auf eine zeitliche Koinzidenz hinweisen, die mir sehr besonders erscheint. Denn 2015, als man entschied, das Bismarck-Denkmal für viele Millionen zu sanieren, gab es zur gleichen Zeit in Südafrika an der University of Cape Town den Sturz des Denkmals für Cecil Rhodes mit der Rhodes Must Fall-Bewegung, die sich dann nicht nur in England, sondern auch nach Großbritannien ausbreitete und dann weiter Ableger zum Beispiel wie Royal Must Fall und so weiter hatte, und sich in Amerika unter anderem mit der Debatte um die konföderierten Denkmäler verband. Ich glaube, Bismarck ist ein Beispiel dafür, dass man ein Kolonialdenkmal hat, das nicht so eindeutig ist wie das für Cecil Rhodes oder für Sklavenhändler wie Heinrich Karl von Schimmelmann, dem 2006 auch mal eine Statue in Hamburg gewidmet wurde, die dann 2 Jahre später wieder abgebaut wurde, oder wie Heinrich von Wismann.
Aber bestimmte Aspekte, wie eben Bismarcks Bedeutung für die Globalgeschichte des Kolonialismus, geraten erst langsam in den Blick der Öffentlichkeit. Und da möchte ich auch auf ähnliche Diskussionen hinweisen, die an anderen Orten laufen, wie etwa die Kontroverse über Churchill und Churchill-Denkmäler in Großbritannien. Denn auch da gibt es eine Person, die auf viele Arten und Weisen sich in die Geschichte des Landes eingeschrieben hat, die von vielen noch immer verehrt wird und deren Rolle zum Beispiel im Mau-Mau-Krieg bisher von der Öffentlichkeit in Teilen ignoriert wurde. Das heißt, dieser Moment des globalen Denkmalsturms trifft sich mit einer neuen Debatte über das koloniale Erbe Deutschlands, nämlich etwa auch der Aufarbeitung des Völkermordes an den Herero und Nama in Namibia. Mein Eindruck ist, dass dies Zeichen sind, dass wir uns in einer Sattelzeit befinden, in der sich nicht nur die geopolitischen Koordinaten verschieben, nicht nur das Verhältnis von Staaten und Regionen untereinander und zueinander. Ich möchte nur die Beispiele Brexit, Trump, Regierung oder den Aufstieg Chinas nennen, sondern auch die Frage von Zugehörigkeit, von Identität und demografischem Wandel neu verhandelt werden und eben auch die Frage, wen erinnern wir? Wie erinnern wir? Wer darf nicht nur mitreden, sondern auch mitbestimmen? Also, wessen Erinnerung zählt? So wird aus der Debatte eben um das Bismarck-Denkmal ein Gradmesser für die Frage, wie ernst ist Deutschland und Hamburg ist mit der Aufarbeitung des kolonialen Erbes. Vielen Dank. Vielen Dank, Kim. Thank you very much. And now, last but not the least, surely, would like to bring in Anna for her keynote. Guten Abend aus Köln. Ich spreche zu Ihnen als Neuzeithistorikerin, die sich mit den Tendenzen der deutschen, europäischen und globalen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts befasst. Mit Entwicklungslinien also, aus denen sich Bismarck nicht ausradieren lässt, ob es uns passt oder nicht. Ich spreche auch als akademische Lehrerin. Ich habe in meinen Seminaren die irritierende Erfahrung gemacht, dass sich Studierende von heute durchaus für Bismarck interessieren. Sie tun es, weil sie merken, dass sie ihn als Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer, die meisten von ihnen werden wollen, nicht herumkommen werden. Sie wollen wissen, worüber sie mit ihren Schülerinnen und Schülern reden können, wenn Debatten wie die in Hamburg die Feuilletons und die Gemüter bewegen oder auch wenn sie zufällig in Zweibrücken wohnen, wo sich die Stadtgesellschaft unlängst durch eine Infotafel am Bismarck-Denkmal hat beruhigen lassen. Das ist natürlich Hamburger Stil nicht und das ist ja auch gut so. Es ist hier etwas komplizierter und das Denkmal ist ja auch viel größer. Kaum eine Wissenschaft ist so stark auf die Einwände einer kritischen Öffentlichkeit angewiesen wie die Geschichtswissenschaft. Trotzdem gibt es ein paar gesicherte Erkenntnisse aus dem Elfenbeinturm, die wir festhalten können, zumindest für die Dauer des heutigen Abends, denke ich. Was also sagen Historikerinnen und Historiker im nicht mehr ganz frühen 21. Jahrhundert zu Bismarck? Eben, sie sagen erstaunlich wenig. Er ist nicht im Mittelpunkt. Wenn überhaupt, steht er sehr verdruckst am Rand. Als historische Persönlichkeit ist er wie andere vor und nach ihm ins Wachsfigurenkabinett der Historia abgewandert, wobei sich die Kulturgeschichte richtigerweise auch gerade für Wachsfiguren interessiert. Ansonsten gibt es anderes und Wichtigeres zu tun, als jeden Stein in der Altmark, in Pommern, in Berlin oder in Friedrichsruh umzudrehen, über den Bismarck seinen ja tatsächlich sehr großen Fuß gesetzt hat. Es gibt drängendere Fragen. Wie rauften sich die Landesfürsten zum Nationalstaat zusammen, den Bismarck nicht komponierte, höchstens dirigierte? Wie funktionierten die Befehlsketten, wie die Unterdrückungsmechanismen in den deutschen Kolonien, die Bismarck und Konsorten mit dem an Zynismus nicht zu überbietenden Begriff der Schutzgebiete belegt hatten? Wie ging es den sozialistisch gesinnten Arbeitern, die im europäischen Vergleich zwar recht gut versichert waren, sich aber nicht versammeln durften? Wie den Frauen, von denen einige den Kult um den starken Mann anprangerten, andere ihn mitbetrieben und nicht wenige ihn im Stillen hassten? Wie den Katholiken im preußendominierten Reich? Wie den Bürgern jüdischen Glaubens, die bis in die Schützengräben des Ersten Weltkriegs hinein um Anerkennung von Leuten wie Bismarck kämpften,
weil nämlich nur diese Anerkennung zählte in einem Staat, um dessen differenzierte Beschreibung die Historikerinnen und Historiker bis heute noch ringen. Noch immer, ich denke zuletzt eben, Herr Broster hat es in seinem Eingangsstatement kurz erwähnt, zuletzt wieder mehr. Denn da jährte sich die Reichseinigung Anfang diesen Jahres und die Feuilletons waren voll vom Deutschen Kaiserreich. Aber um Bismarck machte man da eher einen Bogen, das lohnt es sich schon festzuhalten. Zugestanden, die Geschichtswissenschaft ist traditionell nicht gerade schnell darin, altgediente Überzeugungen über Bord zu werfen. Die Politik ist vielleicht manchmal noch ein bisschen langsamer. Gewiss ist auch, es werden heute noch Biografien über Otto von Bismarck geschrieben. Und klar ist auch, man könnte das lassen. Aber aufs Ganze gesehen, als Zunft würde ich sagen, wir sind am Ball. Versprochen zumindest. Die Leitfrage des heutigen Abends lautete, wer wird hier eigentlich geehrt? Meine Antwort lautet, die Frage ist falsch gestellt. Und zwar doppelt falsch. Erstens, beim Wörtchen eigentlich wird jeder und jede mulmig, die oder der schon einmal etwas von Leopold von Ranke gehört hat, vom Historismus und von der Unmittelbarkeit jeder Epoche zu Gott. Für alle, die diese Proseminar-Erfahrung versäumen durften, das können wir dann ja in der Diskussion noch klären. Es ist auch ansonsten nicht so wichtig. Zweitens, das mit der Ehre ist ausgemachter Blödsinn, wirklich. Nicht eigentlich, auch nicht uneigentlich, einfach Blödsinn. Historikerinnen und Historiker beschäftigen sich seit Längerem damit zu zeigen, dass Ehre keine absolute Kategorie ist, sondern eine historisch wandelbare. Es mag sein, dass sie es zu leise tun, zu tüftelig, zu sehr in die Kategorien ihrer emotionsgeschichtlichen Ansätze verwoben, geschenkt. Ehre ist auf jeden Fall eine komplexe Zuschreibung und sie hat immer die Tendenz zu kippen. Schlimmstenfalls in Schande, bestenfalls in Blamage. Nach potenziellen Ehrungen zu fragen und ihnen noch dazu das Reizwort der Eigentlichkeit anzuheften, ist, Entschuldigung, lieber Hamburger Kultursenat, etwas vorgestrig. Aber ich unterstelle einmal, dass es so nicht gemeint war, sondern dass es die Steilvorlage war, an der wir uns hier auf dem Podium gewissermaßen emporklimmen sollen. Halten wir also fest, natürlich ehrt im Jahr 2021 niemand, der ernsthaft Geschichte betreibt und niemand, der ernsthaft an Hamburg interessiert ist, Otto von Bismarck. Diejenigen, die es tun, werden auf Podien wie diese nicht geladen und das zu Recht. Womit ich zum Schluss bei meinem Plädoyer angekommen bin. Stellen wir keine unzeitgemäßen Fragen, sondern machen wir uns auf die Suche nach zeitgemäßen Antworten. Und zwar zeitgemäß nicht als Konformismus, den Nietzsche aus gutem Grund anprangerte, sondern indem wir uns einmal für einen kurzen Moment gemeinsam über die große Debatte um den schrecklich monumentalen Bismarck erheben. Das Problem ist doch, es gibt sie, die Bismarck-Verehrer. Auch heute noch. Diffus oder weil sie sich meinen, wirklich auszukennen. Und es gibt sogar noch diejenigen, die die Wandbemalungen im Bunker verehren. Heute wieder. Wollen wir Ihnen wirklich Ihre Steilvorlage liefern, indem wir uns als Bismarck-Verteufler und Bismarck-Relativierer so lange behaken, bis am Ende nur einer triumphiert, der steinerne Alte im Elbpark mit dem im Stein gemeißelten Denkmalschutzgesetz unterm Arm? Prophezeiungen liegen mir als Historikerin natürlich fern. Ich finde aber, dass wir uns ernsthaft überlegen sollten, wie lange wir uns Debatten wie diese leisten können und dürfen. Auch wenn sie natürlich in genau diesem Moment, wie Kim Tozzi gesagt hat, ganz, ganz wichtig sind. Nutzen wir doch zur Abwechslung einmal die Erkenntnisse der Geschichtswissenschaft. Ehren wir Bismarck nicht, entlarven wir ihn. Lassen wir ihn seinen Sockel, diesem historischen Zwerg, der sich wie ein Riese aufführte. Aber entthronen wir ihn, indem wir im Umgang mit ihm ein Verständnis von Freiheit hochhalten, das der Roland-Figur von 1906 natürlich abgehen musste. Brechen wir sein irrlichterndes Licht, indem wir es reflektieren. Aber unterdrücken wir es nicht komplett, sonst wird es schwelen und eher wieder aufflackern, als uns lieb ist. Denken wir mal nach über Lösungen, physikalische, bautechnische, künstlerische, die den Bismarck hoch über der Elbe in den Schatten stellen. Und zwar so, dass man das auch von den Landungsbrücken aus bemerken kann. Kann man Bismarck den Spiegel vorhalten, anstatt sich von seiner vermeintlichen Monumentalität blenden zu lassen? Und apropos
Licht und Schatten. Wo wirft der steinerne Bismarck seinen Schatten eigentlich hin, wenn in Hamburg die Sonne scheint, was sie ja in Zukunft voraussichtlich öfter tun wird, als uns lieb ist? Lässt sich daraus etwas machen oder wenn nicht, wer hat vielleicht noch bessere Ideen? Die Vergangenheit lässt sich nicht abräumen. Damit komme ich zum Schluss, auch wenn wir das manches Mal so gerne hätten. Sie lässt sich umbauen. Dieser Umbau mag bisweilen dem Turmbau zu Babel ähneln, bei dem jeder seine eigene Sprache spricht. Bismarck galt als Mann der Devisen, als verbiesterter Grantler, als einer, der zuschnappte, wenn er sich missverstanden fühlte. Dialoge waren seine Stärke nicht. Seien wir also besser als Bismarck. Vielen Dank. Vielen Dank, Anna. Thank you very much. That was a thought-provoking keynote. And since we have some time on our hands and we have this last, keynote, I will open up the floor for our panelists to, give a feedback or, if you have a response to a specific keynote that you want to, talk about. The floor is yours. Before we go over to the public for questions. Anna, do you want to go? No, sorry. Okay. Yeah, doch, perhaps just one question. Darf ich? Yeah. Yeah. Okay, sorry. One question to Nahita, to your first keynote. I was wondering, could you just elaborate a little bit more what was going on this discussion with your colleagues? I think that's very interesting to hear about what in Namibia is, when you say like Bismarck in your room with your colleagues, you talked a little bit about, but perhaps you can elaborate a little bit more to have this different ways of seeing Bismarck from the Namibian point. Thank you. Yes, thank you, Anja. After we received this invitation, nachdem wir diese Einladung erhalten haben, dass wir an dieser Diskussion teilnehmen dürfen, haben wir uns als Team die Frage gestellt, für was steht Bismarck, wer ist Bismarck, ist Bismarck überhaupt bekannt? Und die meisten Kollegen kannten Bismarck nicht. Sie kennen aber die Bismarckstraße. Also das Erbe Bismarck. Bismarck als Person ist nicht bekannt, nur seine Politik. Und die Kommentare, die von den Kollegen gefallen sind, sind zum Teil, eine Kollegin sagte, ich möchte das mal in ihrem O-Ton hier wiederholen. We tear them down. How do we deal with colonial and racist monuments? We tear them down and replace them in museums. In this case, however, the least the city can do is place markers alongside the monument, outlining the full extent of Bismarck's reign and human cost of it. Today, Nama and Herero people still experience the generational trauma caused by German occupation. In order to begin the process of reckoning, the first step is acknowledgement. Und ein anderer Kollege hat gesagt, es könnte ein Museum für die Geschichte des Deutschen Reiches werden, also der Bunker, dass man den Bunker umbaut und wo man sich die Geschichte des Deutschen Reiches anschaut und wo auch vielen Hamburgern und überhaupt Deutschen bewusst wird, was ist Kolonialgeschichte, weil das große Problem ist, dass ja Kolonialgeschichte, dass man in Deutschland darüber nicht lernen muss, sondern kann. Dass ein Lehrer sich dieses Themas annehmen kann, muss er aber nicht oder muss sie nicht. Und somit ist vielen Deutschen die Geschichte des Kolonialreichs gar nicht bekannt. Also du kennst die Geschichte des Zweiten Weltkriegs, du kennst die Geschichte des Ersten Weltkriegs, du kennst, du lernst in Deutschland über den Genozid an die Juden, aber nicht über den Genozid an die Hereros und an die Namas. Und somit war die Diskussion, der Ausfall der Diskussion sehr unterschiedlich. Und auch als wir über die Kollegen hinaus gefragt haben, kennt ihr Bismarck? Und nö, können wir nicht. Da gibt es eine große Statue in Hamburg. Okay.
Also es ist sehr interessant zu sehen, in welchem Kontext wir hier Bismarck besprechen. Bismarck als Person ist als solches nicht bekannt, aber seine Politik ist bekannt. Sein Erbe wird hier geführt. Und das Trauma, was die Menschen bis heute führen, die Diskussion, die wir zwischen Namibia und Deutschland führen, ist der Beweis dafür, dass bis heute sein Erbe nicht geklärt ist. Beantwortet das deine Frage, Anna? Okay. Yeah. Thank you, thank you. Es gibt natürlich noch mehr, aber es würde länger dauern, das hier noch zu besprechen. Aber das können wir, ich kann dir die Information später zuschicken. Okay, I think Simo wants to come in as well. So Simo, go ahead. I just wanted to comment a little bit what Carla just said, you know, and she has a vision of history, I don't think, which is past and which doesn't have any connection to the present. And that's a little bit problematic. Ich glaube nicht, dass man die Vergangenheit als vergangen ganz sehen kann. Die Vergangenheit wirft nicht nur ihr Schatten in die Gegenwart und in die Zukunft, auch die Gegenwart ist das Produkt der Vergangenheit. Und wenn man sich meint, nur das Verstehen der Gegenwart ist wichtig, das sagen manche, dann vergessen sie, dass wenn sie nicht genau wissen, was die Vergangenheit war, werden sie Schwierigkeit haben, überhaupt zu verstehen, was sich abspielt in der Gegenwart. Anna, do you want to respond or not? Ja, klar. Danke, Simon. Ich glaube gar nicht, dass wir so weit auseinander liegen. Vielleicht habe ich den Punkt jetzt über den Kommentar gewissermaßen aus der Geschichtswissenschaft, was ja hier ein bisschen Aufgabe aus meinem Panel war, aus der allgemeinen Geschichtswissenschaft über die Forschung zum Deutschen Kaiserreich auch mit zu berichten, vielleicht dann sehr deutlich gemacht, aber in den Konsequenzen dessen, was ich gesagt habe, kommen wir, glaube ich, genau zueinander. Nämlich, dass auf der einen Seite die Historikerinnen und Historiker gewissermaßen ihre Arbeit tun, die sich mit dem Deutschen Kaiserreich und auch mit Otto von Bismarck beschäftigen, dass wir aber andererseits natürlich die langfristigen Repercussion, wenn man so will, dieser Figur und dessen, was sie im Deutschen Kaiserreich bewirkt hat oder auch nicht bewirkt hat, das sind die Leistungen und Fehlleistungen, von denen Herr Morgenstern sprach, natürlich genauso mit im Blick behalten müssen. Und mein Punkt ist, ich habe vielleicht diese Rezeptionsgeschichte jetzt hier in den 10 Minuten der Keynote tatsächlich übersprungen. Ich bin direkt gewissermaßen in die Gegenwart und Zukunft gesprungen und habe gesagt, es gibt leider auch noch andere Stimmen, in Deutschland zumindest, die in Otto von Bismarck durchaus den großen und irgendwie anstrebsamen oder was auch immer die anstrebsame Führungsfigur sehen und dass wir uns genau auch mit diesen Positionen gewissermaßen auseinandersetzen müssen. Sie sind Teil einer fehlgeleiteten Rezeption sicherlich des Deutschen Kaiserreichs. Das können nicht die Historikerinnen und Historiker alleine lösen, dieses Problem. Sie können zur Aufklärung und zur Dekonstruktion, wenn man so will, dieser Persönlichkeit beitragen und müssen das tun. Und der Schritt gewissermaßen jetzt in der Jetztzeit, sein Erbe, dieses sehr, sehr schwierige Erbe und sehr widersprüchliche Erbe zu zunächst einmal zu dekonstruieren und dann was daraus zu machen, jetzt in Bezug auf das Denkmal. Ich glaube, dass wir da letztendlich eine ganz ähnliche Sicht haben, denn da würde ich eben gar nicht sagen, dass ich sagen würde, the past is past und wir müssen es als Vergangenheit nur erforschen, sondern wir müssen uns genau auch Gedanken darüber machen, was wird jetzt und auch in näherer bis fernerer Zukunft aus dieser Vergangenheit gemacht. Simo, does that address your points? If you allow me, just to my colleague, just 2 words.
Of course, sie denkt weiterhin, dass man da die Vergangenheit nur bearbeiten soll, um eventuell doch das Problematische an der Vergangenheit sichtbar zu machen. Ne? Aber mein Anliegen ist ein anderes. Ne? Wenn ich meine, dass die Vergangenheit gar nicht vergangen ist, und sie betrachten weiterhin Bismarck zu sehr von der individualpsychologischen Perspektive. Er war im Grunde, hat nicht gehandelt aus persönlichen Antrieb, sondern er meinte, für etwas einzutreten. Und dieses Etwas, das war das, was er die Nation nannte. Aber darüber hinaus gehörte er einer Epoche, wo, wie ich sagte, die Idee, dass man andere unterjochen oder vielmehr dominieren und von ihnen profitieren kann, selbstverständlich ist. Meine Frage ist, ist es heute nicht weiter so? Und wenn man sich also mit Bismarck beschäftigt man sich nicht weiterhin mit einer Welt, denn er war ja Weltpolitiker, wie uns in der Vorrunde deutlich gemacht wurde. Er war nicht nur Nationalpolitiker, sondern war auch großer Diplomat und auch ein großer Weltpolitiker. Das heißt, er hat nicht nur an der Gestaltung des Zweiten Reiches teilgenommen, sondern an der Gestaltung der heutigen modernen, wie es heißt, modernen Welt. Und ich nenne sie einer imperialistischen globalen Welt teilgenommen, wo geopolitischen Erwägungen und Kalkül als selbstverständlich sind. Ja, Simo, ich glaube, jetzt sind wir genau an dem Punkt angelangt, über den wir uns hier vor dem öffentlichen Panel in der Workshop-Runde heute Nachmittag unterhalten haben und wo du gesagt hast, was ich sehr gut fand, dass wir gewissermaßen als Akademiker in solchen Zusammenhängen immer die Schwierigkeit haben oder als akademische Lehrer, dass wir uns eigentlich länger entfalten wollen in dem, was wir sagen und uns nicht wie die Politiker auf die 10 Minuten drängen lassen wollen, in denen wir unsere Parolen hinausposaunen. Ich würde jetzt gerne, sehr, sehr gerne, das mit dir länger entfalten, weil ich auch die Kritik sehr, sehr wichtig finde, wenn das so gewissermaßen angekommen ist, was ich gesagt habe und was ich in Teilen tatsächlich nicht so gemeint habe. Vor allen Dingen, was die Individualpsychologie betrifft, glaube ich, das oder war zumindest die Intention meiner Worte, sich genau davon zu verabschieden, diese individualpsychologisierende Erforschung von Bismarck hinter sich zu lassen, indem man beispielsweise R-Begriffe dekonstruiert. Da könnten wir jetzt, glaube ich, sehr lange drüber weiterreden. Ich will es vielleicht auf einen Punkt bringen, das, was du auch ganz richtigerweise sagst, dass es natürlich letztendlich gar nicht um Bismarck geht, sondern um die Welt, in der er stand und die bis heute nachwirkt. Ich bin völlig d'accord und unterschreibe all das. Ich habe an einer Stelle in meiner Keynote so etwas flapsig und knapp gesagt, Bismarck und Konsorten, als es um die Kolonialgeschichte ging. Das ist, ich will es sagen, zu flapsig und zu knapp, aber ich hoffe, wir können uns auf diesem Weg annähern zu verstehen, dass mir natürlich klar ist, dass es hier nicht um den individuellen psychologisierenden Bismarck geht, den ich hier nur herausangeln will, sondern dass es natürlich ein ganzes System, dass es andere Menschen, andere Strukturen, andere weitere Zusammenhänge sind, aus denen er kam und die er mitgeprägt hat und die uns bis heute als Weltgesellschaft in vielerlei Hinsicht gewissermaßen weiterhin beschäftigen. Vielleicht so viel und ich hoffe, wir haben die Gelegenheit, das jetzt akademisch noch weiter auszutüfteln und über unsere Geschichtssicht zu diskutieren, die, glaube ich, gar nicht so weit voneinander entfernt liegt, wie es jetzt vielleicht auf den ersten Blick scheinen mag. Vielen Dank, Anna and Simo. I don't know if our other panelists would also want to come in, and if you do, I'll give you the floor now to do before we head over to, okay, so who wants to come in, go ahead. Ja, ich habe nur ein paar kleine Anmerkungen und zwar scheint mir die Kategorisierung, die ich vorhin in die Runde gerufen habe,
in zwei Hälften, in den realen Bismarck und in den Bismarck-Mythos, der in seinen letzten Lebensjahren schon virulent geworden ist und sich dann zu einem Air-Regime ausgewachsen hat bis in die 1930er Jahre etwa. Die scheint mir ganz wichtig zu sein, weil wir verwischen jetzt hier, obwohl wir heute Nachmittag da schon viel weiter waren und klarer waren, wir verwischen den Bismarck und das Denkmal. Sehen wir wirklich vor dem Denkmal und denken an Bismarck? Also eins zu eins. Das sind zwei Paar Schuhe. Das eine ist das Air-Regime, was nach seinem Tod eingesetzt hat und wo man in Hamburg als der wichtigsten Handelsmetropole meinte, man muss es anderen großen Städten in Deutschland mal richtig zeigen und ein Riesendenkmal bauen, das so viel gekostet hat, dass selbst die Hamburger 5 Jahre gebraucht haben, um es zu finanzieren und zu bauen. Und das andere ist diese historische Figur mit diesen von mir genannten Leistungen, Fehlleistungen. Und wir haben ja nun gerade aus Namibia und Kamerun gehört, wie präsent die Auswirkungen seiner Politik bis in diese Sekunde, in der ich spreche, dort noch sind. Wir hier in Deutschland denken nicht jeden Tag darüber nach, dass der deutsche Nationalstaat, in dem wir leben, Erbe von Bismarck ist. Das ist für uns irgendwie in Anführungsstrichen selbstverständlich. Und also ich würde wirklich jetzt als Analysekategorien nochmal in die Runde rufen. Vorsicht, das eine ist der Bismarck-Mythos, an dessen Ende wir stehen. Wir formulieren den nur hier heute mehrheitlich in dieser Runde, ich etwas weniger, als negativen Mythos mit Sätzen wie, seien wir besser als Bismarck. Da mache ich ein großes Fragezeichen, denn in 10 Jahren wird jemand kommen und sagen, seien wir besser als die Runde, die da bei BKM diskutiert hat und erst recht in 50 oder 80 oder 100 Jahren. Es fließt eben alles weiter. Der Zeitgeist ist ein ganz flüchtiger Geselle und 1906 meinten die führenden bürgerlichen Eliten natürlich an den Köpfen der steuerzahlenden Mehrheit in der Stadt vorbei, dieses Denkmal dahinstellen zu müssen. Und wir reiben uns heute die Augen und denken, warum? Warum haben die das gemacht? Ja? Und das können wir aber nur, weil das Ding eben noch da steht. Es ist nach meinem Empfinden weniger scharf in seiner Aussage, ich sage das jetzt mal ganz konkret bei dem Thema, was heute hier im Mittelpunkt steht, nämlich Kolonialpolitik und Kolonialgeschichte, als etwa das Denkmal von Wismann. Es stammt in Anführungsstrichen sogar original aus der Bismarck-Mythos-Zeit, wohingegen dieses Wismann-Denkmal ja bewusst nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal wieder aufgestellt worden war. Das ist ja eine neue Setzung sozusagen. Also, dass das abgerissen worden ist 1968 aus einer, wenn man so will, Situation der Wut und des völligen Unverständnisses, wie denn in der Zeit, als die Beatles mit einem bunt angemalten Rolls-Royce schon durch die Gegend gefahren sind, in Deutschland vor einer Uni noch so ein Ding stehen konnte, absolut verständlich. Die Frage ist nur, da komme ich kurz zu Kim, der die Denkmalsstürze der letzten Jahre so ein bisschen als legitimes politisches Ausdrucksmittel verwendet bezeichnet hat. Wie ist das und wäre das in Bezug auf Bismarck so? Also Rhodes in Kapstadt ist mir völlig klar. Das ist natürlich eine Demütigung von schwarzen Afrikanern, die da jeden Tag an dem vorbeigehen müssen. Und irgendwann ist das Fass mal übergelaufen. Rhodes in Oxford, schon wieder eine andere Sache. Wenn ein Bismarck-Denkmal jetzt in dieser Größe in Namibia stehen würde und ich würde morgens die Zeitung aufschlagen und da würde drinstehen, ist gestern abgerissen worden, würde ich sagen, ja okay, kann mich eigentlich kaum wundern. Aber wie ist das bei uns? Also er ist ja noch etwas mehr als der Kolonialpolitiker, auf den hier so besonders abgestellt wird. Eine schwierige Frage. Also ich würde zu Vorsicht raten, was die totale Abkopplung von der Nationalgeschichte, die er angekurbelt hat, mit kategorialen und normativen Systemen unserer Gegenwart angeht. Wir wissen natürlich, dass wir viel weiter sind, was Humanität angeht, etc. pp., Demokratie, Gleichberechtigung, Teilhabe und all dies, was da so aus dem, was man da jetzt dazu sagen könnte. Aber trotzdem, und ich plädiere dafür, eben weil er noch da steht und weil es für uns so viel Diskussionsbedarf ist, dass er da steht, wie er durch das 20. Jahrhundert überhaupt durchgekommen ist, dass man den nicht schon irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg als Steinbruch benutzt hätte, um andere benötigte Gebäude zu bauen, sondern dass er ignoriert wurde und
Also das alles sind doch Fragen, die können uns umtreiben mit unserem Verhältnis zur Vergangenheit, nicht nur zur Vergangenheit der Bismarckzeit, des Kaiserreichs und der Kolonialgeschichte, der formellen, sondern eben auch zur Frage, was war in Hamburg in den 60er, 70er Jahren los, dass man daran keinen Anstoß genommen hat. Thanks, Ulf. That's an interesting perspective. And I think this is what we are trying to resolve here, because it's a matter of perspective, right? If I stand in front of a statue, I get a different feeling compared to someone else, you know, who probably, puts Bismarck on a pedestal as a national hero. That's also a different feeling. And that is kind of the, you know, we want to find a way to resolve that dilemma in trying to recontextualize. Maybe I would open it up. I think we have already about 3 or 4 questions in the chat. Like we mentioned, please post your... Okay, Kim, sorry. Please come in and then we'll go over to the questions. Thank you. Weil ich jetzt gerade auch direkt angesprochen wurde, wollte ich nochmal ganz kurz auf den letzten Kommentar von dir, Ulf, eingehen. Glaube, du hattest es angesprochen, dass, heute denkt man halt anders über Bismarck und den Bismarck-Mythos, als man das vor 115 Jahren gemacht hat, als man ihn aufgestellt hat. Und wer weiß, wie der Zeitgeist weht in 10 Jahren, sieht es vielleicht auch mit unserer Runde ganz anders aus und man bewertet sie ganz anders. Da gebe ich dir völlig recht. Das ist genau der historische Wandel, den man immer wieder sieht. Nur die Frage ist, wenn unserer Runde ein 34 Meter hohes Denkmal im Zentrum der Stadt gewidmet werden würde, würden wir uns vielleicht anders darüber unterhalten, als wenn wir hier einfach nur darüber diskutieren. Das meine ich mit, Denkmäler sind eine Form der Herrschaft über den Raum. Man kann ihnen jetzt nicht entgehen. Die Frage ist auch, glaube ich, und die muss man sich eben ganz konkret fragen, sind Denkmäler zeitgemäß? Personendenkmäler in der Form, glaube ich, sind eine völlig überlebte ästhetische Form, die wirklich mehr über die Vergangenheit erzählt, aber wenn wir sie stehen lassen, halt auch sehr viel über unsere Gegenwart erzählen kann. Und weil du das angesprochen hattest mit, bei Wismann würde es dir einleuchten, bei Rhodes auch noch, aber bei Bismarck, da gibt es ja noch viele andere Aspekte. Das stimmt. Aber genau dann werden die Diskussionen ja noch viel schärfer und interessanter, weil sie die Uneindeutigkeit dieser historischen Personen nicht nur benennen, sondern eben auch die Leerstellen, die zum Beispiel durch Denkmalserrichtungen entstehen. Und ich habe diese Frage vorhin im Chat gesehen und möchte das gerne damit nochmal ganz kurz verknüpfen, weil sie an mich gerichtet war, wie können denn Denkmäler Formen der historischen Auslöschung sein? Es ist relativ einfach zusammengefasst, wenn Cecil Rhodes auf dem Campus der University of Cape Town steht oder Edward Colston in Bristol geehrt wird mit einer Statue, dann wird weder der Imperialist noch der Sklavenhändler geehrt, sondern es wird natürlich die philanthropische Schenkung und der philanthropische Status dieser Menschen geehrt. Das heißt also, hier wird die positive Zuschreibung auf einen ganz bestimmten Teil der Geschichte, meistens noch mit einer Plakette versehen, zugeschnitten und verkürzt. Und der andere Teil, nämlich diejenigen, die die Opfer dieser und die Folgen und die Kosten tragen mussten, die diese Handlungen der Menschen, die dort geehrt wurden, zur Folge hatten, die fallen halt aus dem Bild raus. Und auf diese Leerstellen weisen solche Denkmalsstürme im Grunde genommen hin. Und ich wollte damit auch keine normative Setzung, sondern eine deskriptive machen. Es ist ein Teil, und zwar seit über 60 Jahren. Und wie Simo das angeklungen hat, in Hamburg, wie in Algerien, wie in anderen Regionen der Welt eben auch. Das war sozusagen der Punkt, den ich damit machen wollte. Danke, Kim. Danke. Farina, I think you can come in here because I think we have some questions in the chat.
I will, like you mentioned, please post your questions in the chat directed at the panelists. I will take English questions. Feel free to post them. And Verena will take the German questions. Ja, vielen Dank, Linda. Ich möchte überleiten und Sie alle, Sie, liebes Publikum, ermutigen, noch weitere Fragen auch an unsere Panelisten zu stellen. Kim Totzi hat schon übergeleitet, die erste Frage schon, glaube ich, ganz gut auch beantwortet. Ich möchte fortfahren mit einer Frage an dich, Naita. Die Frage lautet, vielleicht kannst du es mitlesen, wie finden Sie die letzten Entwicklungen bezüglich der Verhandlungen zwischen Namibia und Deutschland? Hier in Deutschland wurde darüber berichtet, als ob es die große Geste wäre, den Genozid anzuerkennen. Wie wird darüber in Namibia berichtet? Gibt es Kritik und weitere Förderungen über Reparation, Forderungen wahrscheinlich soll das heißen, über Reparation? Und danke sehr auch für Ihre gute Präsentation. Vielleicht kannst du einen Kontext herstellen zu der gegenwärtig ja sehr brisanten Frage der Reparation und des Verhandlungsergebnisses, auch vielleicht im Hinblick auf die Geschichte zu Bismarck. Danke, Verena. Also das ist ein sehr kontroverses Thema, die Diskussion um die Reparationszahlung, um die Wiedergutmachung, um die Anerkennung des Genozids. Es ist kontrovers in dem Sinne, dass die Fragen, die sich viele Namibia stellen, auf welchem Level oder auf welchem Level wird diese Diskussion eigentlich geführt und auf welchem Level soll sie geführt werden? Soll das eine bilaterale Diskussion sein oder soll das eine bilaterale Verhandlung zwischen der namibischen Regierung und der deutschen Regierung sein? Die Herero-Häuser, die verschiedenen Maharero, es gibt drei verschiedene Herero-Häuser hier, die Königshäuser, sie sagen, die Diskussion sollte eigentlich zwischen Deutschland und der Affected Community stattfinden, zwischen den Hereros und Namas und Damaras. Auch innerhalb der verschiedenen Herero-Gruppierungen gibt es Diskussionen, wie und wer hat eigentlich das Anrecht darauf, diese Diskussion der Verhandlungen zu führen. Also das macht es schwierig für die namibische Regierung und auch für die deutsche Regierung, weil nach internationalem Recht würde man sagen, müsste die Diskussion zwischen den zwei Regierungen stattfinden. Aber die Affected Communities sehen das anders. Sie sagen, nein, die Diskussion muss mit uns geführt werden. Und auch die Traditional Herero Authorities haben schon seit kurz nach dem Ersten Weltkrieg einen Antrag gestellt, damals an die League of Nations, dass der Genozid als Genozid anerkannt werden soll und dass Deutschland dafür zur Verantwortung gezogen werden muss. Das wurde abgeschmettert, dann haben die Hereros das wieder in den 50er Jahren an die UNO gebracht und dann erst mit Namibias Unabhängigkeit konnte Namibia als Staat auch diesen Antrag stellen. Aber auch in der namibischen Regierung gab es verschiedene Stimmen in den frühen 90er Jahren, wie man mit dem Thema umgehen soll. Und das Thema wurde nicht so behandelt, dass die Traditional Authorities der Herero glücklich damit waren. Deswegen sind sie dann in New York vor Gericht gezogen und haben Deutschland rechtlich zur Verantwortung gestellt. Und den Fall hat die Traditional Authorities verloren. Und deswegen wurde die Diskussion auch oder die Verhandlungen weitergeführt mit der namibischen Regierung. Aber wenn du dir das heute anguckst, Verena, ist es, Deutschland hat erst 2004, war das 2004 genau, 100 Jahre Genozid bei den Gedenken in Hamakari, hat damals Ministerin Bitscherak Soil sich entschuldigt und das war damals der Anfang, ein kleiner Anfang, dass Deutschland dafür auch gerade stand, weil vorher war die Diskussion von Deutschland aus, ist das überhaupt nach heutiger Sicht ein Genozid und nicht?
Und dort kommen wir auch auf das, was Ulf vorhin gesagt hat. Bestimmte Menschenrechte sind universell, oder nicht bestimmte, aber Menschenrechte sind universell. The dignity of a person is untouchable. Die Würde des Menschen ist ja unantastbar. Und somit ist die Diskussion nicht, ob es ein Genozid war oder warum man überhaupt das Thema ansprechen muss, sondern es muss angesprochen werden, weil es hier um Menschenrechte geht. Und ein Mensch ist nicht weniger wert, weil er aus Afrika kommt oder weil er aus einer bestimmten geografischen, aus einem bestimmten Land kommt, sondern wie auch Deutschland die Diskussion geführt hat, Deutschland ist das vor kurzem dazu, dann hat es sich vor kurzem dazu erklärt zu sagen, ja, es war ein Genozid, egal aus welcher rechtlichen Lage oder egal in welchem Jahrhundert wir uns befinden, es war ein Genozid und es muss sich dafür entschuldigt werden. Dazu kam Deutschland, das wurde erst von Deutschland jetzt in den letzten Monaten die Zugeständnisse an Namibia gemacht. Aber jetzt geht es darum, auch wir in Namibia, wie gehen wir damit um? Und das macht so kontrovers, weil so viele Stimmen gibt. Und die Regierung, jetzt gab es vor kurzem eine Diskussion im Parlament, man konnte sich nicht einigen. Es sind Minister jetzt an Corona erkrankt während dieser Diskussion. Und jetzt wissen wir erstmal nicht, wie es weitergeht. Und es wird auch nicht sehr transparent mit der Diskussion hier in Namibia umgegangen, sondern es gibt eine bestimmte Kommission, es gibt ein Komitee, die diskutieren darüber, aber sie treten nicht an uns als Zivilgesellschaftler ran oder als Wissenschaftler ran und sagen, wir wollen das mit euch in Namibia klären. Es ist eine sehr undurchsichtige Verhandlung, wo wir nicht alle Fakten auf den Tisch haben. Bis vor kurzem kannten wir den Inhalt der Verhandlungen gar nicht. Die sind uns erst vor kurzem bekannt geworden. Also reden wir über very recent contract, very recent discussions that Namibians have to look and have to talk about in all the details. So it's a very controversial and it's a very difficult topic because those people that are affected don't feel like they are well represented. And that makes it very difficult. And even in Germany, for instance, the apology, we are surprised, why should the apology only be given in Namibia and not in Germany? Because if the apology is only given in Namibia, it looks like it's only a Namibian issue and it's only us who want an apology. But the apology should also be given in Germany so that the German government can also explain to its citizen what have we done and what is part of our history. Because if the apology is also given in Germany, then it carries so much more weight than if it's only given in Namibia. Because as we speak right now, I don't know how many Germans know about this. From the over 88 million Germans, maybe, I don't know, 2 million people know about it. So it's we are all still learning to come to terms with this and learning to really go about this the right way. Vielen Dank, Naita. Ich glaube, wir könnten auch einen ganzen Abend jetzt nur über die Reparationszahlungen und die Verhandlungen und all diesen großen Kontext sprechen. Wir haben kürzlich im Beirat für die Dekolonisierung darüber auch gesprochen, ob wir nicht vielleicht beim nächsten runden Tisch koloniales Erbe auch das zumindest mit einem Gastbeitrag versehen wollen. Und vielleicht können wir dich auch zu einem weiteren Panel einmal einladen. Das wäre, glaube ich, eine... Verena? Ja? Wo du gerade darüber redest, was wichtig ist in diesen ganzen Verhandlungen ist, was zeigt, es braucht Zeit und es braucht Fingerspitzengefühl und es braucht sehr viele Informationen. Und auf beiden Seiten muss noch sehr viel ausgetauscht werden und müssen noch viel mehr Diskussion stattfinden. Ich weiß, diese Vertragsverhandlung dauert jetzt schon 6 Jahre an zwischen der namibischen und der deutschen Regierung. Aber wenn wir sehen, wie lange schon die Traditional Herero Authority darüber redet, für sie ist das schon seit über Jahrhunderten, kommen sie nicht zu ihrem Recht. Also es ist, ja, it's really difficult. Ja.
würde trotzdem an der Stelle gerne weitergehen in der Frageliste. Naita, es gibt nachher auch noch Fragen, die direkt an dich gestellt sind. Aber ich möchte jetzt eine Frage an das ganze Panel stellen. Welche Aspekte der Gendergeschichte sollte für die Kontextualisierung und Rekonstruktion für das Entlarven und Entthronen Bismarcks herangezogen werden? Wer möchte dazu antworten? Kann vielleicht the silence is deafening. Ich würde kurz anfangen, wenn es okay ist, weil, glaube ich, das Entlarven und Entthronen jetzt zwei Begriffe waren, die ich in den Raum gestellt habe. Nehme ich sie kurz auf. Jetzt nur ganz allgemein gesprochen. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Das war ja auch das, womit ich mich unter anderem habe aussprechen wollen in meinem Plädoyer, dass man verschiedene Aspekte der Bismarck-Problematik, von der die Kolonialgeschichte sicherlich fraglos eine ganz herausragende und irgendwie auch singuläre Stellung einnimmt, aber doch auch andere Aspekte mit berücksichtigt. Das ist eine problematische Figur, die da auf diesem Sockel steht, im Sinne jetzt von Ulf Morgenstern, und eine problematische Figur in ihrer Zeit und eingebettet in ihren gesellschaftlichen Kontext, die eben ganz viele andere, einerseits gesellschaftliche Gruppen, plus dann noch die Hälfte der Menschheit in Gestalt der Frauen betrifft. Wobei da wieder, Simo wird schimpfen, wenn ich jetzt wieder zu historistisch rangehe, die Forschung zum Feminismus und Antifeminismus im Kaiserreich ja auch inzwischen eine sehr differenzierte ist. Also es gab durchaus auch eine antifeministische, von Frauen mitgetragene Bewegung im Deutschen Kaiserreich. Also es wird dann immer unendlich kompliziert, wenn man die Historikerinnen und Historiker fragt. Aber trotzdem glaube ich, dass wir diese Vieldimensionalität von Bismarck in seiner Zeit und in seinem Nachleben irgendwie mit aufgreifen müssen, wenn wir mit diesem Denkmal fertig werden wollen. Und wie gesagt, also dass das Koloniale jetzt in diesem ganzen Zusammenhang, wie er da über den Hafen schaut und eben in Hamburg den großen Stellenwert haben soll und muss, ist unbenommen. Aber ich glaube, wir sollten uns auch hüten vor so einer Art von Opferkonkurrenz, wenn ich das jetzt mal mit diesem etwas schwierigen Begriff betiteln darf, sondern dass wir da irgendwie zu einer wahrscheinlich am Ende dann wirklich nur künstlerischen Visionen kommen, wie man diese verschiedenen kritischen Narrative doch auch nebeneinander stellen kann. Und sie waren ja auch miteinander verwoben, das muss man ja sagen. Okay. Eine weitere Äußerung, Wortmeldung dazu. David Simo, danach Kim Tozzi und danach Ulf Morgenstern. Bitte schön. Simo müsste noch entstummt werden. Ich hoffe, es geht jetzt. Nee, ich meine, die Themen können ausgeweitet werden, an denen Bismarck historisch gemessen werden kann. Aber ich sage es noch einmal, wir fokalisieren uns zu sehr auf die Person Bismarck. Na? Und ich würde mir wünschen, dass wir uns auf das wofür. Oh, schade. Dann würde ich dich, Kim, bitten, vielleicht fortzufahren. Ich hoffe, dass Simo wieder dazukommen kann. Ja, wäre wünschenswert an der Stelle tatsächlich. Ich kann das Statement wiederholen gleich. Genau. Ich wollte ganz kurz auf diese Frage der Multiperspektivität und Dimensionalität eingehen, weil sich mir dabei einfach die Frage stellt, wie soll das bei einem 34 Meter hohen Granitklotz funktionieren. Also ich bin sehr offen für alle Formen und Fragen, wie man unter welchen Aspekten man Bismarck noch alles ausleuchten kann und seinen Mythos ausleuchten kann. Aber ich komme immer wieder zu dem Punkt, dass ich mich frage, also wenn wir, selbst wenn wir da jetzt
nicht nur eine blaue Plakette dranhängen, sondern irgendwie im Sockel ein Räume schaffen, ein Museum schaffen und so weiter. Wie steht das im Verhältnis zu der Monumentalität dieses Denkmals? Das ist die eine Frage. Und jetzt, weil das jetzt öfter aufgekommen ist, dass Kolonialismus ja nur nicht mal im Bildprogramm vielleicht ganz eindeutig wäre. Ich möchte nur ganz kurz darauf hinweisen, dass das Geld für das Bismarck-Denkmal Ende des 19. Jahrhunderts sehr schnell zusammengekommen ist, nämlich fast innerhalb von einem Jahr. Ein großer Teil derjenigen, die dieses Geld organisiert haben, eben ganz direkt in der kolonialen Wirtschaft engagiert waren. Das heißt also, die Finanzierung dieses Denkmals, dass es dieses Denkmal überhaupt gibt, hat etwas damit zu tun, dass zum Beispiel Max von Schinkel, aber auch die Lipper-Brüder sich daran beteiligt haben, ganz von Anfang an das sozusagen vorangetrieben haben. Und das waren Bismarck-Verehrer, aber es waren vor allem eben auch Kolonialkaufleute. Und das, glaube ich, ist ein wichtiger Aspekt, wenn man sich eben auch mit der historischen Werdung dieses Mythos beschäftigt. Warum wird er verehrt? Natürlich wird er als Reichsgründer verehrt, aber auch als Kolonialreichsgründer. Guten Morgen, Stern. Ja, ich hätte noch eine ganz kurze Anmerkung dem Aspekt der Gender-Geschichte diese Fragestellung im Denken Bismarcks, in seinen politischen Handlungen und in der generellen Entwicklung im Kaiserreich, da müssen wir nochmal eine Sonderzusammenkunft irgendwie machen. Aber interessant scheint mir doch zu sein, bei dem Denkmal, auf dessen Finanzierung Kim gerade hingewiesen hat, hat es zeitgenössisch sehr hitzig geführte Diskussionen um die Gestalt gegeben. Also nicht nur wir erschrecken da darüber, sondern es hat auch Zeitgenossen gegeben, die gesagt haben, das ist ja abartig, was ist das denn? Also es war nicht nur die Größe, sondern auch die Form, wie dieser Roland dargestellt ist. Und diesen Aspekt, den Jörg Schilling in seinem dicken Buch über das Denkmal sehr genau untersucht hat, das kann man im Grunde da fast abschreiben, der müsste natürlich in einer Kommentierung sehr stark hervorgehoben werden, auch unter gendergeschichtlichen Gesichtspunkten, denn ich habe vorhin das Wort martialisch benutzt, um das Ding zu beschreiben, aber es ist natürlich auch die pure Männlichkeit, die da in dieser Rolandsfigur mit diesem riesigen Schwert da steht und hat Kim schon einen echten Punkt, was wird eben nicht gezeigt. Ja? Und hier wird eben die jetzt gerade von Anna genannte eine Hälfte der Menschheit überhaupt nicht gezeigt. Die soll sich aber trotzdem daran erfreuen und sagen, Mensch, toll, der schützt uns mit. Ja? Also die Denke, die da dahinter steht. Und jetzt kommt, auch das wurde als zu modern empfunden. Also wir finden diese Männlichkeitsvorstellung komplett überholt. Die Zeitgenossen fanden das zum Teil auch, aber sie fanden die Darstellung zu modern. Das ist was in eine Kommentierung dringend mit rein müsste. Und Kim, wenn du sagst, da bloß eine blaue Plakette. Na gut, also mit einer blauen Plakette, da werden wir die genannte Multiperspektivität nicht reinkriegen. Vor allen Dingen aber auch nicht die Chronologie der Denkmalsentwicklung durch 20. Jahrhundert hindurch. Und auch die müsste ja im heutigen Menschen, der da unwissend hinkommt, klar gemacht werden. Warum steht dieses Ding eigentlich noch? Vorhin in der Diskussion haben wir darüber geredet, das hat sogar den Zweiten Weltkrieg überlebt. Da ist halb Hamburg weg gewesen, aber das Ding steht noch. Also das muss erzählt werden und die Form, wie das geschildert werden kann, kann natürlich nur eine sehr ausführliche sein und die muss im öffentlichen Raum sein und die muss irgendwo zwischen dem Denkmal und dem Museum für Hamburgische Geschichte stattfinden, im Museum für Hamburgische Geschichte. Es muss mehrere Orte geben, die da miteinander korrespondieren und einzelne Teilgeschichten vielleicht erzählen. Vielleicht kann auch der von BKM ja im Hintergrund unserer heutigen Veranstaltung gewissermaßen schon gesetzte künstlerische Wettbewerb solche Aspekte mit berücksichtigen und mit aufgreifen. Und ja, das müssen dann tatsächlich andere als wir Historiker versuchen zu entscheiden. Aber wir können Ihnen ja ein paar Stichworte hinwerfen. Und ich würde sagen, die ästhetische Dimension, die auch eine Gender-Perspektive hat, dieses Denkmals, das gehört definitiv mit rein, weil auch das sagt uns was über die Kultur- und Geschlechtergeschichte des Kaiserreichs um 1900. Vielen Dank. Simon ist noch nicht wieder, glaube ich, zu uns durchgekommen. Kann ich
nicht entdecken. Ja, also ich denke auch, die blauen Tafeln, so viel, glaube ich, kann man wirklich sagen, reichen bei weitem nicht aus. Aber die Frage ist einfach und bleibt, glaube ich, eine spannende und auch wirklich schwierige Frage, nämlich muss ein Gegen- oder Nachdenkmal aufgestellt werden, das mit mindestens der gleichen visuellen Kraft an die Opfer erinnert? Und wie soll das aussehen? Schwer vorstellbar, finde ich. Nicht nur, weil der Erholungswert, der ja zu Recht auch in einem Beteiligungsverfahren von den Anwohnern reklamiert wurde, des Parks nämlich, dann wahrscheinlich von dem Erholungswert nicht mehr viel übrig bliebe. Aber das sind alles, glaube ich, spannende Fragen, denen wir uns auch in den künftigen Workshops stellen werden, wenn wir auch mit Künstlerinnen und Aktivistinnen weiter diskutieren über die Frage, wie wir diesen Koloss dekonstruieren oder kontextualisieren. Ich möchte jetzt einfach noch weiter fortfahren. Es gibt hier diverse Kommentare, weniger Fragen. Eine Zuhörerin schreibt an dich, Naita: Ich habe in meinem lausigen rheinischen Gymnasium in den 60ern bereits sehr wohl viel auch von Lehrern, die Zweite Weltkrieg-Teilnehmer waren, über die deutschen Verbrechen, Kolonialismus und den Genozid an den Hereros gelernt. Es gab da keine Tabus. Es hängt natürlich immer von einzelnen Lehrern ab und meiner war ohne Zweifel Bismarck-Fan, aber kein Kolonialist. Das war der zweite Teil der Frage zum Gender-Thema. Die wiederhole ich jetzt nicht. Dann gibt es einen Kommentar: Wissmann war ein Protégé von Bismarck. Das ergänzend zur Frage der Kontextualisierung oder eben Bewertung des Wissmann-Sturzes. Dann eine Frage an Anna: Der Punkt über die Bismarck-Statue als Versammlungsort für Neokolonialistinnen ist sehr gut. Ich frage mich aber, ob 5 Millionen Euro für den Wiederaufbau doch das Ergebnis von einer offiziellen und staatlichen Ehrung ist. Magst du dazu direkt antworten? Ja, ich würde sagen, 5 Millionen Euro für die Sanierung sind dann in dieser Konstellation eher Ausdruck eines offiziellen staatlichen Armutszeugnisses, in dem Sinne, dass saniert wurde, bevor die Debatte, die jetzt angefangen wird, geführt wurde. Das wurde ja in den Eingangsstatements zu diesem Workshop auch schon eingestanden. An einer anderen Stelle im Chat hatte ich jetzt noch gelesen, dass es dazu eine offizielle Stellungnahme geben müsste, gewissermaßen der Verantwortlichen. Würde ich jetzt mal hier vielleicht mit hineinnehmen in diesen Fragekomplex. Also eher das Problem jetzt nicht der Sanierung an sich, sondern des Beginns dieser Sanierung vor Beginn der Debatte. Und dann würde ich sagen, tja, da muss man wohl noch ein paar Millionen drauflegen, um das dann jetzt richtig irgendwie zu einem Abschluss zu bringen, der in irgendeiner Form... Ich hatte auch den Chat gesehen, Künstlerinnen können mit Giganten umgehen. Das finde ich sehr gut, in irgendeiner Form dem jetzt gerecht wird. Jetzt könnten wir gewissermaßen zurückgehen und uns fragen, ob die Sanierung richtig war. Aber sie ist ja nun mal geschehen. Also das können wir jetzt, glaube ich, wir können ja nicht in der Zeit zurückgehen. Jetzt ist dieses Geld schon drin und der Sockel ist wieder zu. Es regnet nicht mehr rein. Was wir davon halten, jetzt müssen wir irgendwie einen Schritt weitergehen. Und wie gesagt, dann muss jetzt eben noch mehr kommen. Ja, es braucht sicherlich noch viele neue Positionen und neue Perspektiven. Kim Totzi, die Frage wurde jetzt noch zweimal wiederholt, deswegen scheint sie noch nicht hinreichend beantwortet zu sein. Nämlich die Frage: Könntest du ausführen, inwiefern Statuen selbst Teil einer Ausradierungs-Entinnerungsstrategie sein können? Vielleicht da noch mal etwas dezidierter drauf eingehen. Ich versuche es. Ich hatte eigentlich gehofft, das das erste Mal beantwortet zu haben, aber ich versuche nochmal auf diesen Punkt einzugehen. Also die aus meiner Sicht sind Denkmäler, die in einer bestimmten Intention aufgestellt werden, eben ein Zeugnis dafür, wie ein bestimmtes Narrativ etabliert wird, nämlich das Narrativ zum Beispiel, dass Edward Colston ein besonders wichtiger Philanthrop war oder dass Hermann von Wissmann ein Eroberer und Unterdrücker von Sklaverei in Ostafrika gewesen sei. Das sind sozusagen die Narrative, die durch Denkmäler erzählt werden können. Und das ist meines Erachtens eine
Auslöschung des Teils der Geschichte, der dabei eben unberücksichtigt bleibt. Das heißt also, dass Edward Colston sein Geld durch Sklavenhandel verdient hatte und seine Philanthropie überhaupt nicht möglich gewesen wäre, wenn er eben nicht Sklavenhändler gewesen sei, wäre. Und bei Wissmann die Frage, was ist denn mit dem sogenannten Araberaufstand, ist es nicht eigentlich, also das wurde verkauft als Narrativ, als Unterdrückung des Sklavenhandels in Ostafrika. Im Grunde genommen war es aber der Widerstand der lokalen Bevölkerung gegen eine Fremdherrschaft. Das ist sozusagen ein Teil der Auslöschung der Geschichte, die nicht repräsentiert wird dann in solchen eindimensionalen Denkmälern wie von Wissmann, von Colston, Cecil Rhodes und so weiter. Ist es jetzt einigermaßen klar geworden? Wir fahren fort. Ich würde jetzt nicht noch einmal eingehen auf die Reparationszahlungen an Namibia. Das könnte wirklich Thema einer gesonderten Veranstaltung nochmal werden. Da werden wir drüber nachdenken, wie wir das aufgreifen. Ich möchte eine weitere Frage hier in den Raum stellen. Vielen Dank für die interessanten Beiträge. Mich würde von allen Teilnehmerinnen interessieren, wie Sie die Konservierung der NS-Ornamente im Sockel des Denkmals beurteilen. Wer möchte dazu antworten? Leider ist Simo nicht wieder reingekommen in unsere Veranstaltung. Ulf Morgenstern. Ganz schwierige Frage. Habe ich vorhin schon gelesen, habe gedacht, vielleicht huscht sie jetzt drüber in der Moderation. Also historisch sozusagen sauber kann man sich einfach aus der Affäre ziehen, indem man sagt, ist eine Quelle, der Denkmalschutz stuft es als sowas ein, muss erhalten bleiben, zack, ist formal juristisch korrekt. Als Historiker sozusagen will ich immer jede Quelle erhalten. Das ist natürlich reiner Quellenpositivismus, denn alles erhalten würde bedeuten, man kann überhaupt nichts verändern. Irgendwas muss man verändern können. Jetzt sind die Dinge aber nun mal erhalten geblieben. Und ich habe mit Kollegen aus Neuengamme darüber gesprochen, die eine ganz eigene professionelle Sicht auf die NS-Geschichte und auf Relikte der NS-Geschichte haben, in deren Fall natürlich sehr, sehr spezielle architekturgeschichtliche Relikte aus der NS-Geschichte, die aber in ein ausgefeiltes didaktisches Konzept eingebunden sind. Also man könnte an einem ehemaligen Konzentrationslager Dinge nicht erzählen, wenn nicht Relikte des Konzentrationslagers da wären. Man könnte natürlich etwas erzählen, aber mit den Relikten kann man noch was anderes erzählen. Und die haben auch Bauchschmerzen, was diese Dinge, diese Wandgestaltung im Denkmal angeht, sind aber der Meinung, dass das didaktisch sozusagen aufgewogen wird. Ja, also die Problematik, die Sprengkraft und diese, letztlich ist es ja widerlich, es ist der Inbegriff von widerlich. Also was wollen wir nicht sehen, wir dürfen es nicht sehen. Es ist völlig zu Recht gesetzlich verboten, dass man mit NS-Symbolen durch die Gegend läuft. Und es ist dort auch nicht zu sehen. Das Ding ist ja zugeschlossen. Man kann ja nicht durchgehen. Aber man könnte zu Führungen das zeigen, um eben auch an diesen Aspekt der Hamburger Stadtgeschichte zu erinnern und auch an diesen Aspekt der Geschichte dieses Denkmals. Ich gebe aber zu, also ich habe wirklich Bauchschmerzen damit und mir wäre es persönlich, jetzt sage ich das mal nur als Zeitgenosse und Hamburger Bürger, lieber gewesen, die wären so vergammelt gewesen, dass man sie einfach abgewischt hätte. Ist dazu noch eine andere Äußerung? Ja, vielleicht nur noch das. Ulf, ja, wenn sie vergammelt gewesen wären, man muss sagen, was wäre dann gewesen, wenn der Hamburger Senat sie quasi klammheimlich hätte abwischen lassen? Auch schwierig. Insofern wieder vielleicht dieser Status, was wir vorher gesagt haben zu der Sanierung. Jetzt sind sie da. Und jetzt folgt gewissermaßen das, was du gerade ausgeführt hast, dass wir jetzt damit umgehen müssen. Also sie jetzt dann wieder zu übertünchen oder überhaupt diese Idee des Übertünchen fände ich in dem Zusammenhang problematisch, weil sie genau für das stehen, womit wir mit diesen ganzen Giganten, wie es hier im Chat hieß, sehr gut
umgehen müssen in all seiner Problematik und Tragik. Ja. Und wenn ich das ergänzen darf, nach den jüngsten Untersuchungen ist immer noch nicht klar, wer genau warum diese Schriftzüge angebracht hat und diese Wandmalereien. Und ich glaube, solange die Forschung da noch nicht abgeschlossen ist, sollte man wirklich tunlichst vermeiden, in irgendeiner Form sie als Quelle zu beseitigen. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung dazu. Es gibt hier einen Kommentar. Natürlich wurde in Hamburg mit dem kolonialen Welthandel Geld verdient. Dieses Geld steckt im Hamburger Rathaus, in den Hamburger Straßen, im Hamburger Bismarck-Denkmal. Das ist, glaube ich, unstrittig. Nächster Kommentar. Seit der Sanierung thront das Bismarck-Denkmal wieder in seiner ursprünglichen phallischen Pracht über Hamburg. Das ist die Botschaft einer Stadtregierung, die bis heute stolz ist auf ihren im Kolonialismus erworbenen Wohlstand. Wird es dafür eine Stellungnahme der Verantwortlichen geben? Das ist jetzt wahrscheinlich eine Frage, die der Kultursenator beantworten könnte. Ich kann sie gerade nicht beantworten. Wir haben zuletzt verschiedentlich kleine Senatsanfragen tatsächlich beantwortet. Diese grundsätzliche Frage des Stolzes, das ist auch eine Kategorie, glaube ich, mit der wir in der Verwaltung sehr schwer umgehen können. Und dafür gibt es auch keine Blaupausen. Es gibt eine weitere Frage. Künstlerinnen sind die Expertinnen für gestalterische Aufgaben. Die Kunst schafft das, auch mit den Giganten umzugehen. Ein Kommentar, der schon zitiert wurde. An Kim Totzi die Frage, gibt es in der Welt Statuen von ähnlicher monumentaler Größe, bei denen eine künstlerische Dekolonisierung erfolgreich geklappt hat? Gibt es da Beispiele, die sich die Stadt Hamburg sozusagen als Vorbild nehmen könnte? Sind einem von euch, von Ihnen, Beispiele bekannt, wo so etwas gelungen ist? In der Größe ist mir nichts bekannt. Das würde mich auch sehr interessieren, aber das ist schon, es ist, glaube ich, in seiner Größe schon nicht einzigartig. Es gibt natürlich sehr viele andere, auch sehr große Statuen, aber wenige, glaube ich, die in so einer Form auch mit dem Kolonialismus verbunden sind. Aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Ein weiterer Kommentar. Das Bismarck-Denkmal ist eben nicht nur ein Bismarck-Denkmal, sondern Hamburg nutzte die Chance, gleichzeitig eine weithin sichtbare Rolandsfigur als Zeichen seiner Reichsunmittelbarkeit zu schaffen. Und der Künstler schuf 1913 ein Heine-Denkmal für Hamburg, das 1926 aufgestellt wurde. Könnte es sein, dass der Künstler etwas über Bismarck hinausweisendes schaffen wollte? Die NS-Symbolik könnte medial vermittelt und dann gebrochen werden. Ein Vorschlag. Gut, ich schaue mal auf die Uhr. Wir haben jetzt gleich 9:10. Ich würde jetzt jetzt kommen doch noch Nachfragen. Moment. Darf ich einen? Liebe Verena, könntest du bitte erwähnen, dass wir in Kontakt sind. Ah ja, genau. Also unser technischer Support möchte gerne, dass ich hier sage, dass Simo vom Team kontaktiert wurde, sein Internet leider gar nicht mehr funktioniert und eine Rückkehr leider nicht mehr möglich ist. Aber wir sind sehr, sehr froh, dass es bis dahin geklappt hat. Sie haben es alle gemerkt, wenn er sich mit seinem Bild ausgeschaltet hat, dass er das Video rausgenommen hat, dann hat es besser funktioniert. Das hatten wir auch vorher so vereinbart. Gut. Das würde ich jetzt an dieser Stelle belassen, Anna-Karla, ja? Ich will noch ein Wort sagen zu der Frage, ob andere das irgendwie geschafft haben mit den dekolonisierten Bänken. Ja. Mir fällt jetzt ein, der Fall Bristol ist da sehr interessant, das müssen wir weiter beobachten, da das Colston-Denkmal, das besprüht wurde und ja in einer sehr medienwirksamen Aktion gestürzt. Da gab es ja von Banksy diesen Plan, die Statue wieder aufzustellen, mit gewissermaßen im Moment des Sturzes und Figurengruppen darum herum zu gruppieren. Jetzt ist sie meines Wissens nach im Museum zurzeit gelandet, zusammen mit den Protestbannern. Also ich glaube, es ist Work in Progress, weil ja, wir müssen, glaube ich, das weiter beobachten und da vielleicht auch Inspiration für Hamburg
Ja, wir planen tatsächlich, jemanden aus Bristol auch einzuladen zu einem der nächsten Workshops. Ja. Kim Totzi, du wolltest auch noch mal was dazu sagen. Ja, genau. Also in der Größenordnung, wie sie von Edward Colston die Statue waren, die ist ja deutlich, deutlich kleiner. Da gibt es, glaube ich, zahlreiche Beispiele. Mir fällt auch, also Cecil Rhodes ist ein Beispiel. Es gibt ein Beispiel oder mehrere Beispiele in Kamerun. Ist ein Künstler, der Statuen der französischen Kolonialmacht den Kopf abschneidet als künstlerische Intervention und sie daneben legt. Also es gibt sozusagen sehr viele, viele Denkmals, Formen der dekolonisierenden Interventionen. Ich wollte nicht damit sagen, dass es keine gibt, sondern ich wollte sagen, mir ist keins bekannt, das mit einem 30 Meter oder höher gehenden Denkmal bisher umgegangen ist, so dass das Denkmal erhalten geblieben ist oder anders kontextualisiert wurde. Das ist sozusagen die Herausforderung, die sich mir auch stellt. Aber ich stimme da vollkommen zu, was die Frage der Kontextualisierung durch KünstlerInnen angeht. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Impuls, der die Debatte weiterbringt, wenn man eben sich anschaut, was ist denn eigentlich möglich aus so einer Perspektive, wie kann man mit Denkmälern in dieser Größe im Stadtbild umgehen? Vielleicht ist es interessant, noch in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass es ein KünstlerInnenprojekt gibt, Imagine the City, wo eine Künstlerin, Joy Minaya, tatsächlich auch koloniale Figuren oder Figuren des Kolonialhandels in der Hafen City verhüllt mit stretchigen Stoffen. Das ist auch ein sehr interessantes Projekt. Das ist demnächst auch zu sehen in Hamburg. Und auch bis Oktober läuft dieses Kurzprojekt. Ja, ich möchte jetzt eigentlich hier zumindest den deutschsprachigen Teil schließen und gerne zurückgeben und Ihnen erstmal von meiner Seite danken und gerne zurückgeben an Linda, die, glaube ich, ein paar Schlussworte vorbereitet hat für uns. Vielen Dank erstmal. Bis dahin. Thank you, Verena, and thank you to the panelists. I just want to use this opportunity to remind our guests that all these points will be taken and noted down for subsequent discussions that we would have and ultimately the reconstruction of the statue. I also want to remind our guests that the event is recorded and it will be available on the website, including the speeches with a translation in English. I'll bring back Verena once again to promote some of the expositions that they have. Genau. Wo habe ich das aufgeschrieben? Genau. Sie wissen vielleicht, ich bin ja eigentlich eine Museumsfrau und ich möchte das jetzt hier nicht beenden, ohne nochmal auf wirklich zwei sehr interessante Museumsausstellungen hinzuweisen. Das ist einmal die Ausstellung Grenzenlos, Kolonialismus, Industrie und Widerstand im Museum der Arbeit. Die läuft dann noch bis zum 18. Juli. Und kürzlich erst eröffnet wurde auch eine ganz wunderbare Ausstellung in unserem Kontext. Die heißt Hey Hamburg, kennst du Douala Manga Bell? Sie läuft tatsächlich noch bis Ende des Jahres, befasst sich auch mit der wirklich auch schrecklichen, aber auch hochinteressanten Geschichte des kamerunischen Königssohns Douala Manga Bell, Rudolf Manga Bell, und die Fragen Rassismus, Kolonialismus und Erinnerungskultur, insbesondere für junge Besucher. Das wäre natürlich sicherlich auch für David Simon hochinteressant. Ich gebe trotzdem jetzt noch einmal zurück an dich, Linda. Dankeschön. Danke. Ich möchte dir vor allem ganz herzlich nochmal danken für die wunderbare Co-Moderation oder Hauptmoderation. Mein Teil war ja nur sozusagen ein wenig deutschsprachig, dich da zu unterstützen. Vielen Dank. Thank you. And I also want to thank our panelists again. Naita Hishono, Prof. Dr. David Sibo, Dr. Ulf Morgenstein, Kim Sebastian Totzi, and Dr. Anna Kala. Thank you again for bringing in your very important perspectives into this dialogue. We will keep in touch with you and hopefully, the conversation would continue. Thank you. Vielen Dank. Dankeschön. Danke.